Nicht deine islamische Gebete, verstehst du das nicht? Oder wo ist da die menschliche Logik, oder ihr Muslime? Aber Jesus hat doch auch so gebetet. Ich bete doch Na, wie wo hat Jesus. der? Hat er geschrien, Allahu Akbar, hat er Hände Ist gehoben? Jesus jetzt Der fühlt Buddhist? sich Ist ja. Jesus Buddhist? Ich Ist will doch Jesus für Jesus Buddhist? beten. Ich folge Ist Jesus. Jesus jetzt Buddhist? Was Nein. hat das damit zu tun, hey? Muslim Abu bedeutet ja Majin, Gott ist anbeten. Jesus jetzt Ach Buddhist? so. Antwort auf mir. Ist Ja, Jesus jetzt so. Buddhist? Und Was für Reza, Buddhist bist kennst du? du vielleicht die Bibelstelle, wo es heißt, dass Leute im Namen Gottes töten werden? Ja. Außerdem Ja, noch einmal, wie hat Jesus so wie ein Moslem gebetet? Wo hat er seine Hände auf seine Ohren ja. gehabt? Hat er geschrien? Mentor Habibi, ganz kurz, Reza, Okay, okay. kannst du die Bibelstelle einmal bitte nennen? Vielleicht hat sie auch Hallo? Danny. Bruder Danny, hast du sie? Was habe ich? Die Bibelstelle, wo die Bibel prophezeit, dass Leute gehen wird, die im Namen Gottes töten werden. Welcher Vers ist denn das? Das frage ich hier gerade Reza. Das steht auf jeden Fall drinne. Warte ganz kurz, warte, ich hab das gleich. Mentor, die Sache ist, jeder Ja, Prophet das kommt ist mit derselben Johannes Botschaft. 16. Weißt du? Nein, Johannes du, 16. aber warum hat nur Mohammed Lass immer mal ein bitte paar Reza Meter kurz reden. zwischen Mentor Kopf? Habibi, Mentor Ich Habibi, glaube, lass mal kurz bitte okay, Reza eine reden. Frage. Ey, eine Abu Frage an Majin, du Mentor. lässt jetzt Reza erstmal reden. Abu Okay. Majin, du lässt Reza erstmal reden. Ja, das Redest du ist mit mir, du kleiner Johannes Junge? Kapitel Erstmal redest du nicht so mit mir, 16. Du okay? lässt jetzt, rede Reza nicht rein. Reza, Ja. rede bitte jetzt. Nein, du wolltest ja diese Stelle wissen, wo es heißt, dass wir getötet werden von einer Leute, von solchen Leute, die eben meinen, Gott damit einen Gefallen zu tun, uns zu töten. Genau. Ja. Das ist der Wahnsinn, ne? Ja, Das ist Johannes der 16, Vers Wahnsinn. 2. Johannes 16, Vers 2, heftig. Johannes 16, Vers 2, ja. Ja, lies mal bitte, Bruder. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder. Ja, du meinst, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch töten meint, wird Gott einen Dienst zu erweisen. Und welche Religion macht das? Der Islam, oder? Ach so, und die Chinesen, die töten auch Muslime und Uiguren. Was sagst du dazu? Bitte. Warum haben die Chinesen Ja, ihren das Gott tut gefallen? weh, Der das tut Vers hier sagt, weh. Ja? dass die Da euch müsstest du töten nicht werden, hören. um Gott einen Gefallen zu tun. Das Ich habe ist noch eine die Frage. Verschwörung, Chinesen sind Leute. Kommunisten, sie haben keinen Gott, die glauben Okay, nicht an Gott, das sind ich rede mal mit Kommunisten. Reza jetzt. Reza, du glaubst doch an den Prophet, ich glaub doch an den Ich tu Propheten, mal ganz kurz einen oder? Christ raus und hol mal noch einen Moslem dazu, Reza, ja? Ja, gerne, ich gehe raus, ich gehe raus. Na, Alles ich gut, gehe ich schon gehe raus, raus. ich gehe schon Nein, raus. Bruder, ich muss sowieso raus. Alles gut, ich küsse euer Herz. Viel Spaß Okay, euch. rein. Gottes Segen, Gottes Segen. Shalom, Gottes Segen. Shalom, Bro. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, dass ein Albaner zum Herrn gefunden hat. Das ist immer ein Amen, Bruder, Wunder. das ist die einzige Wahrheit. Vergiss Islam. Ich Das ist bin die, das Kosovo ist der. Albaner. Ich weiß, was Islam ist. Hammer. Auf dich wartet Jehenne, Das mein freut mich Lieber. immer Aber egal, besonders. Ja, ne? ist mir wurscht. Besser gehe ich in der Hölle, als ich zu Allah gehe mit 72 Jungfrauen. Besser gehe ich in der Hölle Reza. oder im Puff. Ja. Ich gebe meine Seele mit dem besser für die Hölle als für Puff. Okay? Jehenne, Bitte, du kannst uns nichts tun. Wir sind errettet, Junge. Du kannst keine Ja. Flüche auf Ihr uns denkt, werfen. ihr seid Vergiss. gerettet, aber Das an sind Job. Flüche, aber du kannst es nichts an. Du kannst uns damit nichts Am antun. Tag des Was jüngsten willst du? Gerichts wirst du Warte sehen, mal ob du ganz kurz. errettet Hat der bist. Ah, Kapu, ich weiß, deine warte mal Knie ganz kurz. werden sich beugen vor deinem lebendigen Gott. Du wirst Dann es warte mal sehen, ganz wenn du kurz. ihn Abo, kennst. welche Digimon-Flüche hast du da gerade gemacht? Was machst du für Flüche? Ich habe eine Frage an dich hier, Danny. Du Flüche machst doch macht hier auf er. Dings, gell? Du machst doch stabiler Christ, gell? Du siehst aus wie so ein Hooligan. Wallahi. Ich kenne so einen Sag Hooligan mal aus. ehrlich, was warst du für Digimon-Flüche? Nein, Reza! Reza! Er verflucht Reza, uns die er macht ganze Zeit. Digimon-Flüche auf dich. Der Du, macht ich habe keinen Unu. Digimon Fluch Der gemacht. macht Ich habe Unu. Unu. Al-Fatih-Gebet Du ist Unu ja. gemacht auf ihn, Abu! Ganz Ich kurz, habe keinen Digimon gemacht. Weißt du, was ich mache? Al-Fatih-Gebet ist ja Morgens bis abends wieder der reden. verflucht ganze Zeit Juden und Nein, ich Christen, die in verfluche Recht nicht. Ich geleitet verfluche sind. nicht. Ich habe nur Oh ja, gesagt, was dass ich sagst du das. in diesem Satz? Ich hab, Leitet ja, die lass mich Recht die. ausreden. Lass mich ausreden. Du kannst ja kein Ja, Arabisch, aber du du verfluchst Unwissender. fünfmal am Tag die anders Ich hab halt nichts. Christen und Juden oder was nicht an Mohammed glauben. Das machst du jeden Tag fünfmal am Tag, Herr Junge. Weißt du, wie viele Sünden du dir auf Dings da, wie heißt das? Anhäufst oder Halt, auf jeden Fall. genau, oder ja. Ich Weißt du, wie hab viele dich. Sünden du da machst jeden Tag, Ich wenn du hab betest? dich gerade Du nicht verflucht. verfluchst anderen Gläubigen, hey. Du sagst, leite die nicht recht, die nicht irgendwas will, das kann ich nicht aussprechen. Also du redest von Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas Genau. sirata al-mustaqim, meinst du? Und leite uns den geraden Weg. Was daran Fluch jetzt? Oh ja, du wünschst nicht den jeden, dass sie auch zu Gott kommen, sondern du verfluchst sie. Nee, Du Allah sollst sagt. ja nicht in deinen Weg gehen. Warum, hey? Wenn du Liebe hättest, würdest du alle Menschen in Paradies sehen wollen, oder nicht?
Ja, ich will doch, dass die Junge, und mach Gabriel dein da ins Augen auf, ey. Paradies kommen. Mach Ich dein möchte Augen auf. ja. Hast du eine menschliche Logik oder nicht, ey? Menschliche Und. Logik, du brauchst mir gar nichts von menschlicher Logik zu erzählen. Bei euch ist die Logik schon gestorben. Wo? Was willst du mir von menschlicher Logik was erzählen? Wie? Wo? Wir haben eine Logik, Allah sagt, und leite uns den geraden Weg, nicht den Weg denen, die deinen Zorn erregt haben und die irre gegangen sind. Den Zorn erregt haben die Juden, die irre gegangen sind, die Christen. Was willst du jetzt von mir hören? Aber wieso ist Allah nicht so barmherzig und versucht, alle Menschheit in einen geraden Weg zu bringen? Allah Warum? sagt, ich habe vor dem Koran das Evangelium und die Tora herabgesandt. Aber schon, Das so. damit hast du gesagt, dass Gott nicht allmächtig ist. Das heißt, wir können mit seinen Schriften machen und wollen, was wir wollen. Machen und tun, was wir wollen. Das heißt, wir können alles fälschen. Wo ist der heilige Gott? Wo ist der Gott, der über alles herrscht und alles aufpasst? Das heißt, wir können machen, was wir wollen. Und Koran, aber nur Koran haben wir nicht verfälschen können, oder was? Junge. Genau, Allah sagt im Koran, inna Ach so, al-Zikr, ah, wa inna wirklich. Ala Das hafidun. heißt, jetzt ist dann Gott stark geworden, hat auf seine Schrift aufpassen können. Aber davor hat er nicht können. Er hat gesagt, Junge, die letzte verstehst Schrift, du, was guck du mal, sagst die hier? letzte Schrift wird nicht verändert. Fertig. Die bleibt bis zum jüngsten Tag. Wirklich, aber was sagt die Bibel? Gibt's acht, weil es werden Propheten aufstehen, die sind in Schafspelz, aber in sich sind sie reißende Wölfe. Okay. Da haben wir da ein Problem, oder nicht? Hat er hier Mohammed genannt? Mohammed a.s. Aber hat er der Mohammed genannt? Ist nirgends vorgekommen. Er hat gesagt, dass Leute, dass Propheten aufstehen werden und werden das machen. Er hat uns Im davor Koran gemacht. Steht, Jesus sagt, der nächste Prophet kommt, er wird Ahmed heißen. Was redest du? Doch, das in ist der Heilige Geist gemeint, das ist die größte Lüge. Das lüg nicht. Haben die, Na, nein, lüge ich lüge nicht. nicht. Zeig mir den Vers, komm, zeig mir das, komm. Im Koran, ja, kannst Na du komm, sagen. Zeig mir, komm. Also im Koran, okay, Koran, Koran ist Koran halt. Ich habe nicht gesagt, Bibel ist ja verfälscht. Ja, aber du schon angenommen, wir leben in einem Dorf. Ja, wir leben in einem Dorf und wir gehen zu den Ältesten und wollen Erfahrung über unser Leben, über das Dorfleben erfahren. Wir gehen zu den Ältesten, ja. Du musst, bevor jetzt du Koran folgst, musst du schauen, was die Propheten davor gemacht haben und was die Bücher gesagt haben, oder nicht? Allah ich sagt als doch. Moslem würde das so machen. Wenn ich Gott Sie suche, würde doch, ich schauen, ich glaub was doch an haben die die Bücher. Propheten davor gesagt. Der Typ oder ist nicht nicht? normal. Bist du normal oder nicht normal? Eins frage ich dich jetzt. Ich kann dich auch fragen, ob du normal bist oder nicht. Ich bin Allah normal, sagt, Gott sei Allah Dank. Sagt, und guck mal, wir du, glauben ja ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich ein bisschen Emotionen habe und so, tut mir leid. Wir wollen nur das Gute für dich, aber deine Logik ist einfach nervig, du. Warum ist meine Logik nervig? Ich sage dir, wir ja, glauben an die nervig Bücher. Einfach. Ich glaube an die Bücher, ich glaube an das Injil und an die Tora. Aber was glaubst du vor allem? Was ist Tora und was ist Injil? Kannst du mir das erklären? Allah sagt, wa malaikati wa Ganz kurz. kutubihi wa rusuli. Glaubt ja. an die Engel, an die Bücher und an die Propheten, die gesandt haben. Die Bücher sind. Ganz. Die Okay. Bücher sind Tora, Evangelium, Okay. Psalmen, also Okay. Sabor auf Arabisch Okay. und Koran. Diese vier. Und an Okay. Und warum glaubst du nicht an Injil und an Tora? Ich glaube auch an Injil. Aber na, du sagst, das ist verfälscht, das heißt, das ist Widerspruch. Du sagst, der ist verfälscht, du glaubst also so mit nicht an Koran, an Tora und an Wie sagen, Evangelium. Es ist vermischt mit Menschenwörtern. Das nicht alles ist auch von Allah weggemacht Aber worden. Koran ist auch, Koran wurde verbrannt, wurde von Omar weitergegeben, was, ey, nicht Koran von Omar, wurde rezitiert. Von Osman, aber egal. Deine Logik, wieder deine Logik, Junge. Egal. Abi Jim, darf ich dir noch eine Frage stellen? Warum gibt es keine historischen Beweise, dass hier Jins gelebt haben vor Menschheit? Also ich war vorgestern bei einer Djinn-Austreibung live dabei und was ich gesehen habe, ist Das der sind Wahnsinn. Dämonen, aber natürlich, dass ja. Dämonen auf den Satan hören, ist ja normal, damit er euch verführt. Ist ja aber der Satan hat auf Koran sehr, sehr hart reagiert und es hat ihn sehr wehgetan. Ganz gut. Erklär nein, mir nein, das nein. mal. Warum hat der Satan auf, warum hat der Djinn auf Koran reagiert und nicht auf andere du, Wörter? Ich kann dir versprechen, dass Allahu dieser Akbar. Mann, der befreit worden ist, nur für eine Zeit befreit ist, aber für immer und ewig das ist er war nicht eine Frau, befreit. Das war keine das war eine Oder Frau, eine Frau. Für diesen Moment, für ich paar will mal ganz kurz was das sagen, Bruder Reza. Ja. Du weißt ja, dass die Dämonen auch Schauspielern können, dass Natürlich. Sie sich dann denken, ja. dass ja, sie... das können die. Ja, warte mal. Das ist genauso, wenn da jetzt ein Priester mit Kreuz reinkommt, dass sie dann auf einmal schreien und so. Ja, eh. Du musst wiedergeboren werden. So und ist dieses mit, und dieses mit Djinns. Was sagt denn die Bibel? Wenn du diesen Dämon austreibst, dann kommen 7 schlimmere. Ja, eh. Also das, du kannst gar nicht Dämonen austreiben. Wer hat aber diese Vollmacht gegeben? Warte Leute, bitte. Abo. Ja. Abo. 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 Wer hat diesen islamischen Priester oder Imam da oder was das auch ist, Vollmacht gegeben, Vollmacht, Dämonen auszutreiben? Wer?
Das ist erstens dieser Typ, der Rukia gemacht hat. Ich kenne ihn, das ist mein Freund. Das wäre ein bisschen Ja, älter. aber hat der Auftrag von Gott bekommen? Ist er von Gott gesandt, dass Gott gesagt hat, geh Nein, und. nein, nein. Aber Ja, ist. du kannst ja die Dämonen nur mit Guck mal. Gottes Wort bekämpfen. Du kannst ja die Guck Dämonen mal. mit Gottes Wort Sogar bekämpfen. wir. Aber Dämonen und Dschinn sind was anderes. Abo, Dämonen Abo, sind. lass mich mal ausreden. Guck mal. Sogar wir können nur Dämonen im Gebet, wenn wir fasten, so können wir das nur machen. Bruder Reza, du kannst es nochmal anders, besser erklären. Wie wenn jetzt einer dämonisch besessen ist, sollte man für ihn fasten, richtig? Beten und ihn mit Öl salben, richtig? Nein, also nein, das gilt für die Kranken, aber es geht darum, dass eben, wie du schon sagtest, man darf nicht einen Dämon austreiben. Erstmal geht das nicht. Und zweitens, du darfst ihn nicht austreiben, weil derjenige nicht wiedergeboren ist und nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Das heißt, der ist immer noch offen und die Dämonen können wieder zurückkommen in So ihn. ist es, genau. Die Deswegen Frau habe ist ich aber das geheilt, gesagt. aber warte mal, die Frau ist geheilt. Wie erklärst du dir das jetzt? Die Für Frau eine ist Zeit, für ein paar wieder Wochen. zurück. Das Außerdem ist ja kann der Dämon sich in ihr zurückziehen und so tun, als ob er genau. rausgegangen ist Das, und ist genau. trotzdem nicht raus, um die Leute zu verführen. Die hat schwarze Flüssigkeit rausgekotzt. Ich habe es gesehen. Ja, und trotzdem können weitere Dämonen in ihr drin sein. Ja, aber sie ist befreit vom Sihr. Und So. ganz kurz, darf ich was dazu sagen? Du, schau, der Luzifer ist ja der Gott dieser gefallenen Dämonen oder der Fürst, sage ich einmal so. Und natürlich, dass diese Dämonen auf den Meister hören, ja, die können aus seinem Körper rausgehen, aber für wie lange? Ja, Die sicher will er Frage dir das ist hier. Gefühl geben, dass du Ja, okay. geheilt bist. Natürlich macht er das. Aber eine volle Befreiung wird diese Frau nie in ihr Leben haben, was ich ihr auch wünsche, wenn sie Jesus begegnet. Verstehst du, mein Freund? Also die Frau ist jetzt geheilt, Alhamdulillah. Und so, was soll ich dir dazu Für wie sagen? lange? Okay, Jetzt kann hoffe, ich dass nur sie das nicht sagen, geheilt. was ich gesehen habe. Ja. Und sie Ja, ging aber ihr ich habe Sinn auch war gesehen, weg. dass englische Christen mit Kreuze Dämonen ausgetrieben haben und dann geht es auch danach gut. Da haben die schwarze Flüssigkeit ausgekotzt. Bei den Ja. Charismatikern siehst du das jeden Tag. Wahnsinn. Ja, und Ist das weiter? jetzt ein Katholizismus oder charismatische Bewegung Genau. richtig, nur weil die da diese Sachen machen? Nein. Ja, aber Du warum bist auf reagiert? Zeichen und Wunder aus und dann wirst du verführt werden. Genau. So verführt der Teufel die Charismatiker, der Teufel verführt die Katholiken, der Teufel verführt die Muslime, die diese Dämonenaustreibungen machen. Die Dämonen spielen nur mit euch. Du weißt, dass der Koran, du weißt, dass der Koran harte Zeilen, harte Verse gegen die Dämonen hat, ne? Und diese hat der Bruder vorgestern benutzt. Harte Sachen gegen die Dschinns. Die Genau. Und mögen da das gibt es auch nicht. harte Sachen von den Katholiken, wenn sie Dämonen austreiben. Genau, Ganz genau. harte, Hardcore. Richtig Zum Bundesliga. Beispiel hat Richtig er. Bundesliga, Champions League harte Sachen, nicht so Regionalliga Du, oder so. darf ich euch ein Beispiel geben? Bitte, bitte, ganz kurz, das ist Zum sehr Beispiel, ja, warte interessant. ganz kurz, dann kannst du reden. Zum Beispiel hat er einen Vers gebracht mit einer Metakuno, also er hat gesagt, egal wo ihr seid, also egal wo die Dämonen seid, mit Allahs Erlaubnis werdet ihr jetzt hierher kommen und diese Frau zum Beispiel verlassen und ihr habt keine Macht über diesen Menschen, außer die Macht, die euch Allah gegeben hat. Als er diesen Vers rezitiert hat, hat er angefangen komplett durchzudrehen. Der hat diese schwarze Flüssigkeit rausgekotzt. Warum? Warum? Wie geht das, wenn der Islam, also Koran, ein erfundenes Buch ist? Wie Ja, aber kann das warte mal sein? ganz kurz. Abo, die Katholiken machen das doch auch. Das sieht so aus, die Verstehst du nicht? Darf ich Katholiken ein kommen. Ich Beispiel sage ja geben? nicht, dass Schau, die Katholiken. ganz kurz warte, ein Beispiel. jetzt haben wir hier ein Problem, aber bei den Katholiken klappt es ja auch. Die machen das Genau. ja auch. Ist Wie ein Kreuz, dann schreien die Dämonen. Die auch schreien die Gottes Wort. Dämonen. Auch Was Gottes jetzt, Wort. Abo? Auch Die Gottes Wort. spucken auch die Flüssigkeit aus. Ja, was denn Auch jetzt? Gottes Wort, Die sagt sind er. auch Hast du keine gehört, harte dass Gott Gottes Verse. Wort? Wenn die Harte Katholiken sagen, im Verse, richtig Namen des harte Vaters, des Verse. Sohnes und des Heiligen Geistes und der Dämon macht, lalalala, und dann haut er ab. Ja, das ist das Aber gut, Problem. da haben wir ein Problem hier, weil. Ja, Abu welcher Majid. ist richtig jetzt? Abu Ja. Majid. Bro, Wir siehst reagieren du auf nicht? christliche Schriften, sowohl auch als auf Koran-Sachen. So, Ja, aber was hat man. der Priester feuert diese Dämonen raus mit im Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes. Und dann kriegen die Dämonen Angst und gehen. Also ist doch die Trinität richtig. Ja, was ist denn jetzt richtig? Die Amen. Trinität oder der Tauhid? Weil der Tauhid reagieren sie Ja, ja das will ich dir genauso. doch sagen, dass du nicht zu einem Ergebnis kommst. Ja. Wenn du auf diese Zeichen und Wunder des Teufels hörst, der wird dich verführen. Das könnte ich ja auch im Christentum argumentieren, Ja, dass deswegen die Katholizismus oder ja. die charismatische Bewegung und der Islam, die sowas machen, die sind alle verloren, weil sie auf den Zeichen und Wunder achten. Mach Ja. Katholismus und aber Islam bitte halt es daraus.
Der hört schon wieder nicht so, was mein Argument ist. Doch, wenn der Katholik einen Dämon austreibt, ist doch so nicht richtig, dass der Katholizismus es richtig ist. Du wirst es auch nicht katholisch. Weil okay, ich habe eine Frage, Resa. Wenn jemand jetzt besessen ist von deinem Umkreis, wie willst du ihm helfen? Mit Medikamenten kommt gar nicht. Nein, gar nicht. Derjenige muss sich bekehren. Derjenige muss sich bekehren. Und dann gehen die Dämonen von alleine raus, wenn der Heilige Geist in ihm Platz nimmt. Der Heilige Geist tut diese ganzen Dämonen raus und der Heilige Geist nimmt Platz von ihm und wird dann den versiegeln. Und da kommt auch kein Dämon mehr rein in ihn. Der ist zugemacht. Komischerweise haben auch christliche Frauen einen Dämon. Natürlich. Sicher, aber Namenschristen. Oder er sagt ja, wenn du dich zu Jesus bekehrst, dann wärst du gereinigt. Sagt er dir ja. Deswegen meine ich ja, hörst du genau zu, was wir dir sagen oder nicht? Ja, ich höre schon zu. Ja, dann bitte genau zuhören und alles überprüfen. Genau, es gibt viele Christen, die eben sich als Christ bezeichnen, aber die sind nicht wiedergeboren. Sie sind nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und solche christenartige Menschen oder was das auch sein soll, die sind immer noch unter dem Herrschaftsbereich des Teufels. Die sind nicht errettet. Ja. Okay. Aber ich habe eine Frage, wo liegt denn, warum dieser ständige Hass gegen den Islam? Warum? Wir haben keinen Hass. Warum glaubst du, dass ich habe eine Frage. Ihr betet, warum ihr sagt, hassen keine Menschen? Ja, okay, ganz kurz. Gott, Jesus ist für euch ja, euer Gott. Also für dich auch nicht. Nein, für mich nicht. Für mich ist er ein Gesandter Gottes. Okay. Aber Mohammed a.s. hat nur gut über Jesus gesprochen. Wenn das eine falsche Religion wäre, hätte er Jesus... Wo hat er Gutes über ihn gesprochen? Der Koran sagt, er wurde nicht gekreuzigt. Dieser Jesus aus Koran hat es nie gegeben. Wo hat er Gutes über Jesus Moment, Jesus, Mohammed a.s. sagt, es gibt zwei Menschen, die noch nie vom Satan berührt wurden. Okay, das stimmt. Das ist Jesus und seine Mutter. Also spricht er hier in... Er sagt zwei Menschen auf der gesamten Menschheitsgeschichte. Also Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, redet nur gute Worte über Jesus. Also kann er schon mal kein falscher Prophet gewesen sein? Ja, der kann doch nicht schlechte Worte reden über Jesus. Hm? Er will ja auch die Christen verführt werden und zum Islam kommen. Also muss er auch ein bisschen Gutes über Jesus reden. Ja, normal. Also kommst du wieder mit so einem banalen Quatsch, Alter. Aber so ist es. Also wenn man dich vergiften will, dann kommt man doch nicht mit einem Glas, wo drauf dieses Totenkopf und dieses Gebeine sind, als Zeichen des Gift auf Wasser, auf Glas drauf geben und dann sein Kind trink. Das aber was ist daran schlimm, wenn der Koran sagt, er wurde nicht gekreuzigt? Hallo. Was ist denn daran schlimm? Das ist sehr schlimm, weil wir alle verloren werden. Allah sagt im Koran, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى إِبْنُ مَرْيَمْ. Sie sagen, sie hätten den Sohn Mariams getötet. وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ. Doch sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, es erschien ihnen so. Was ist daran schlimm? Wer wurde gekreuzigt dann? Wer wurde gekreuzigt? Siehst du, dass die erste, das ist ein purer Betrug. Das heißt, Allah hat uns getäuscht. Siehst du, dass der Allah ein Täuscher ist? Alle, die bei Kreuzigung dabei waren, haben gesehen, dass Jesus da hängt. Du, das ist ein Betrug, weil der Allah ist eh der beste Listenschmied. Das ist eh normal. Das ist ein Betrug. Das heißt, Allah hat uns betrogen bei seiner Kreuzigung. Hat Jesus weggenommen, einen anderen so aussehen lassen. Das ist ein Betrug. Da hat Jesus gesagt, oh Jesus, ich werde dich jetzt von den Ungläubigen reinen und dich zu mir abberufen. Ich werde dich jetzt zu mir empor... Das haben die Pharisäer zu ihm auch gesagt. Der ist gesessen mit Huren, mit Ehrbrecher und alles. Die haben gesagt, er behauptet heilig zu sein, aber sitzt mit Ehrbrecher und mit Sünder. Er hat gesagt, die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die sie sich für gesund halten. Wieder, verstehst, kommst du mit, was ich dir sage? Ich komme mit, ich argumentiere okay. Direkt dagegen. Das heißt, Gott ist gekommen für die Kranken, für Leute, die gesündigt haben. Weil Jesus weiß, Gott weiß, wenn wir in Tod stürzen, wir können nicht mehr zurückkommen, um Jesus zu finden. Das ist vorbei, es ist vorbei. Dann bist du gerichtet. Und Jesus sagt zu dir, geh weg von mir, oder? Und du bist dann in der Höhle, leider Gottes. Oder nein, es werden Bücher aufgemacht. Wenn das Buch des Lebens, wenn der Name nicht im Buch des Lebens gefunden wird, bist du in der Höhle für immer und ewig. Aber wenn du Jesus angenommen bist du von diesem Gericht weg. Du kommst aber weg. Aber ihr Christen rafft eine Sache nicht, dass wir Muslime auch Jesus folgen. Er ist ja unser Prophet. Als Prophet, Jesus ist ein falscher Jesus. Versteht ihr das? Nein, es ist der Gesandte Gottes, Sohn Hallo, von Miriam. Hallo, sogar, guck mal, Jesus der Koran, ganz kurz, der Koran hat sogar ein Kapitel, nicht mal über die Mutter des Propheten, sondern über die Mutter des Propheten Jesus, über Maria. Was hat Was hat der Reza vorhin gesagt? Ist natürlich, dass da Mohammed über diese Leute was redet. Ist ja normal.
Ey, ich Wenn sage man dir mal. ganz ehrlich, guck mal, ich kann dir einen Vers im Koran geben, hör mal zu, ich sag dir jetzt mal. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. In deinen Herzen, in euren Herzen ist Krankheit und Allah hat In die meiner Krankheit verhasst. Herzensliebe, ich liebe den Nein, Herrn du Jesus. hast Ich bin Krankheit in froh, deinem dass ich Herzen. ihn kennengelernt habe, Nein, den allmächtigen Gott, den Herrn nein, über alle nein. Der Heere. allmächtige Ich Gott, der bin nicht mal so wusste, wann der froh. jüngste Tag ist, das ist kein allmächtiger Ihr Gott, mein habt Lieber. alle Kranke, ihr Wie Christen, ihr bitte? seid krank in eurem Herzen. Ihr wollt weder Kinder heiraten, noch wollt ihr die Genau, Frauen schlagen, was noch redest wollt ihr du? Juden und Christen bekämpfen. Ihr seid wirklich krank. Es war Dann eine hörst du mir Behandlung zu, was unseres du Volkes. Ihr habt redest, Krankheit Junge. alle in Hey. eurem Herzen. Herr, was? Werdet gesund, heiratet Kinder, schlagt Genau. Frauen. Reza, Genau, brauchst das das ist gar nicht ins Gesundheit. Lächerliche zu ziehen, weil wir wollen gar nicht über die Priester reden, die Oh. so viele Kinder Aber vergewaltigt kannst du haben. das auf Jesus beziehen, Junge? Die Kannst Priester du werden genauso in die Hölle kommen. Über die Kirche, Genau was in in der der Hölle Kirche landen. passiert, was in der Kirche Herr passiert, ist Reza, absolute Katastrophe, mein aber Lieber. kannst du Ja? sagen, Jesus hat uns das beigebracht? Kannst du sagen, Jesus hat uns gesagt, geh und fick Kinder? Kannst du uns das in Bibel aufmachen und sagen, ja, Jesus hat gesagt, es ist gut, einen Sechsjährigen zu heiraten? Kannst du mir Hat das sagen, Mohammed Junge? a.s. gesagt, ihr müsst sechs, neunjährige heiraten? Hat er das Er hat gesagt? das gemacht. Er hat das, Das ist warum hat eine er das gemacht? Sunna, das ist eine Sunna. Du kannst Hallo, machen, kannst aber nicht machen. wieso hat er Du die Frau Jahel. und seinen Dienst und Wenn du keine Ahnung hast, du Unwissender, dann rede ist, nicht. ja, ich Warum werde, du? dass meine Ja, Wörter dich treffen. Ich weiß, es ist kein Problem. Wallahi, du kannst Du, gar nichts dagegen tun. ganz kurz, darf ich eine Lesung? Warum? Lass Ja, doch mal die, lass doch lass mal, lass mal mal die aufregen. Frau reden. Lass mal Ja, die ja, Frau genau, reden. ja, Aria. Ich habe Ja, eine Aria. Frage. Meinst du Ja. das ernst mit Frauen schlagen im Islam? Es ist so, ja. Ja, da steht ja in Sure 4, Vers 34, ne, dass der muslimische Mann das Recht hat, seine Frau zu schlagen. Ja, und bei was denn genau? Wenn sie denn Lust hat oder so. Nee, Ja, nee, genau. wenn Wenn er sie was hat. befürchtet, also wenn er nur das Gefühl hat, dass sie so rebellisch sein könnte. Nur nicht mal, dass sie es ist, sondern er befürchtet es. Oh, es könnte mal Genau. vielleicht die so ein bisschen Wenn sie frech werden, der widerspenstig ist, Zukunft. widerspenstig, Nein, wenn ermahnt ihr sie, fürchtet, widerspenstig. dass sie Genau. also Hallo. widerspenstig sein könnte, wenn ihr nur das fürchtet, Ja, Gestern war ermahnt eine sie. Marokkanerin im Stream, die hat alles erzählt. Die war noch eine Muslima, aber die hat angefangen, ihre Koran zu studieren, alles. Und sie kann sich damit nicht mehr, sie kann einfach Koran nicht mehr als die Wahrheit sehen, weil sie gesehen hat, was drinnen alles steht. Und die Arme hat so ein Problem mit ihrer Familie und alles. Sie möchte einfach Alles raus aus gut, das dem ist auch gar Islam. kein Problem. Allah gibt dir jeden die Rechtleitung und die Irreleitung. Die Ja, Sache genau. ist, Allah leitet Leute nur ihre, ich weiß schon. In der genau. Hölle auch, ich weiß Die schon. Sache ist, Das was ist sehr Reza schön. sagen will, ist, Aber der ermahnt Gott der sie. Bibel ist gekommen, um dich zu retten und der Allah bringt dich in der Hölle. Alles Ist klar, der normal. Gott der Bibel, alles klar. Ja, er Ermahnt hat. sie, meidet Ja. sie im Ehebett und Und danach schlagt schlagt sie. sie. Genau, Genau. schlagt sie mit, aber was sagen die Gelehrten? Jetzt kommen wir zu den Gelehrten. Was erklären sie darüber? Schlagt sie mit einem Du Miswak, hast vorher mit gesagt, einem das ist ein kleinen Sünder. Das Stock. heißt, du Mit bist einem schon krank. kleinen Stock, mein Lieber. Ja, nicht Ein K.O. schlagen, Miswak, nicht im Boxkampf, im Miswak kindischen Boxkampf. sind Oh, so wer weiß, Stämme, was so die Männer, wie die Männer Baumstämme, und dahin schauen. daraus werden dann diese Zahnreinigungsdinger hergestellt. Aber die Miswak sind eben diese Baumstämme. Ja. Siwak. Der Prophet Mohammed a.s. hat gesagt, der Beste unter euch ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt. Hadith bei Nein. Bukhari. Mohammed hat gesagt, Sieben wenn ein Frauen. muslimischer Mann seine Frau schlägt, wo ist er denn, der Dennis? Der Ich macht bin hier. Pause, glaube ich. Also, wenn ein muslimischer Mann seine Frau schlägt, dann darf keiner fragen, warum der seine Frau schlägt. Ja. Du weißt ja schon, dass vor der islamischen Zeit die Frauen gar keine Rechte hatten in Mekka, Das ne? stimmt Das nicht. weißt Khadija war eine schöne, Genau. selbstbewusste, reiche Kauffrau. Das ist alles Lügenpropaganda. Okay, du Vor der weißt, Islam hatten die das ist Frauen kein viel Lüge, mehr das ist kein Rechte. Lüge. Jetzt sind die Abu in so Sufyan, Abu Sufyan, der König von Ja. Saudi-Arabien, hatte über 10 Frauen, mein Lieber. Nur mal so zur Info. Erstens das. Abo, Zweitens, ich habe eine kurze Frage, ja? Was heißt ja, ganz das? kurz, danach kannst du fragen. Ich will nur den Punkt Ja. herausstellen. Zweitens, Ja. haben sie ihre Töchter begraben? Ja, das Das steht im stimmt Koran. nicht. Die Das haben stimmt ihre nicht. Töchter begraben. Wie haben dann die Omar Männer ibn Khattab, geheiratet dann? Omar Wie der haben die zweite dann Khalif. Abu, geheiratet? Wen haben die geheiratet? Die Lust, wenn alle Töchter begraben worden Abu. sind, wen haben die Männer geheiratet? Das ist alles nur Genau. Lügenpropaganda. Die haben ihre erstgeborenen Töchter begraben, du Verrückter. Nein, das ist Lisa, alles mach mal Lüge. ganz kurz die Bei Allah. Und Kommentare das passt, weg. das magst du nicht, ne? Lisa. Lisa, mach mal bitte die Kommentare ganz kurz weg. Und was ist das hier? Gekommen um die Kuffar zu? Wir kommen um Was ist das, Abu? Das ist dein wahres Gesicht. Reza, lies Wahnsinn, mal. Abu, bitte, bitte. Was Wir kommen um die hat er denn Kuffar gesagt jetzt? zu. Tu mir den Gefallen und wie gesagt, geh auf Knien und frag Dann Gott, wer bist Reza, du? lies mal das. Das ist von Ihnen. Das ist von Ja, aber den ich Abu hier. wir kommen um die Kuffar zu was? Achso, da ist ein Messer dahinter. Da ist ein Wahnsinn. Messer dahinter, Leute. Seht ihr das?
Ja, Martin, ist das ist dein ja, ist Ernst? ja, ist ja, ist ja eh normal, ist ja. Hey, was, Aber bei Martin, ist das dein Ernst? was ist, du bist doch kein Käfer, du bist doch Ahlul Kitab, oder nicht? Ja, was ist dieses Messer dahinter? Ja, was ist denn das? Was willst du jetzt damit sagen? Gekommen um die Kuffer. Habe ich hier jemanden gesagt, dass ich Du ihn hast umbringen gesagt, oder du würdest was? gerne Du hast umbringen gesagt, um wollen, die aber das Kuffar macht er zu da. abzustechen, oder Da was ist steht das nur Messer gekommen um dahinter? die Kuffar zu und der Satz Getötet. endet da. Aber das ist Nein, ein da ist ein Messer. Messer dahinter. Ja, vielleicht will ich mit dem was backen. Oh, hallo. Vielleicht will ich mit den Tomaten schneiden. Heftige Lage, Leute. Seht ihr das Gesicht? Ich Wie hab keine krank Ahnung. das ist? Ja, guck mal. Jungs, ich muss leider raus. Ich wünsche euch alle Gottes Segen, ja. Und dir auch, Gottes Bro. Segen, Und tu mein mir das Gottes Gefallen, Segen. geh auf Knien Möge und Allah dich Gott recht der leiten, Mentor. Möge Ganz Allah gut. dich recht leiten, Schau, Inshallah. okay, ich bin bereit, das zu machen, was du sagst. Bist du auch bereit, auf Knien zu gehen? Ey, Und warte, zu warte, warte, sprechen? bitte eine Sekunde nur. Ich Warte, bin auch warte. bereit. Okay, Eure warte. Gott, also warte, Assalamu alaikum, alle, die ist schon. Gut, du Ja, als sagst du Albaner kannst mal. du nicht Assalamu alaikum Aber sagen. warte, Nächstes Mal bist du warte. in Albanien gekommen. Assalamu alaikum, rahmatullah Geh weg, ja, geh weg. Eine Frage, lügt dein Warum Gott? respektlos? Mein Gott. Ja, Bruder warte, warte, Dennis, kurz, lügt wenn du Gott? so viele Leute immer reinholst, Ihr das sagt wird immer dann zu Sura viel. 4. Ja, Ihr sagt das immer wird Sura durcheinander. 4. Immer eins nach dem anderen. Aber Ja. Martin, jetzt mal im Ernst, dass du dann die Kuffar am liebsten töten würdest, ne? Also ich distanziere mich vom Tod und vom Töten und vom alles. Ach so. Du musst Allah sagt aussteigen. im Koran, Allah Du sagt im musst Koran, aussteigen und zum Herrn diskutiert Jesus in der kommen, besten dein Art Herz und Weise reinigen mit den lassen. Christen und Juden und seid gut zu ihnen, außer die, die euch Unrecht tun, und sagt ihnen, dass euer Gott auch ihr Gott ist. Fertig. Das mache ich. Ich sage euch nur, dass Dein Allah Herz der Gott von euch ist. dein Herz ist voller Hass. Nein, Esa, nein, ich habe keinen Hass. Wallah, Wallah, ich schwöre bei Allah, ich habe keinen Hass gegen dich. Ja, deswegen sieht man ja gekommen, um die Kuffar zu mit Messer, ne? Ja, ich wusste doch, dass ihr drauf eingehen werdet, deswegen habe ich es extra als Ach so, Überschrift guck mal, wie genommen. der noch lügt, Reza. Guck mal, wie der noch am weiter am Lügen Warum soll ist. was soll er denn sonst machen, wenn er in der Öffentlichkeit jetzt da richtig dazu stehen würde? Dann sehe ich aus wäre wie er ja mit jemand. einem Bein im Gefängnis. Warte mal, sehe ich Natürlich aus darf wie. er nichts weiteres sagen dazu, aber das reicht ja Nein, das schon, ist Quatsch. was wir da sehen. Ich bin ein guter Mensch, Wallah. Ein guter Mensch, der am liebsten mit Messer in Nein, unsere nein, Leute nein. geht. Guck mal, ich bin nur ein Mensch. Ich habe nicht die Macht über euch, irgendwie irgendwas zu machen. Das ist nicht meine Wille so. Ja, es ist einfach nur ein trauriger Zustand. Ich wünsche dir, dass du zum Herrn Jesus Christus findest und dann dein Herz reinigen lässt von solchen Sachen. Ja. Alles gut. Jesus habe ich auch in meinem Herzen. Eisa, wir Ja. warten auf seine Ankunft. Du kannst die Inshallah. Kommentare wieder anmachen, Lisa. Seine Lisa, ich Ankunft, habe eine Frage. er wird bald kommen und den Dajjal töten, inshallah. Ja. Aber Aber ja, Lisa, hast du noch wie ist eine das für dich, Frage? wenn er kommen wird zum Beispiel und Entschuldigung. du siehst das und er tötet den Dajjal und nimmt dann den Koran hoch? Wie ist das für dich? Das ist Schock, Du gell? wirst schon längst bis dahin, schon wenn der Antichrist kommt, bist du schon längst verloren. Glaub es mir. Du weißt nicht, wie die Apokalypse der Bibel, was die mit dir, was Gott der Bibel mit dir und den Leuten hier noch vorhat. Du hast die Hölle vor dir noch. Mein Lieber, ich bin Gott ergeben. Wie kann ich denn die Hölle Ja, haben? klar. Aria, was Ja, ich hast habe du noch für eine eine Frage. Frage? Ja, und zwar, das soll jetzt auch ganz ein Angriff sein oder so. Ja. Aber warum sind sich die meisten Christen nicht einig, ob Jesus Gott ist oder ob Gott Jesus Sohn ist oder so? Die wissen das selber Nee, nicht. nee, 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 nee. Die meisten Christen, die wahrhaftig sind, die wissen das. Und die, Nein, die nein, nicht nein. wahrhaftig Das sind, stimmt nicht. die Die wissen das sagen, der ist nicht. ein, die sagen, der ist auch Gottes Abu! Sohn. Die sagen, der ist auch Gottes Sohn. Abu! Ja, Warte doch Danny, mal, was Abu, geht ab, Alter? Was geht heute? redest du nicht dazwischen, wenn ich mit der Frau rede? Okay, Nicht alles gut, Lisa. Sorry. dazwischenreden. Danny, was machst du heute Aria, noch? nein, die wahrhaftigen Christen, die Bibeltreuen, die wissen ganz genau, dass der Jesus Gott ist, dass Gott in drei Personen kommt, vorkommt. Und der Rest ist, sind alles Höllenbewohner, die in die Hölle landen. Ja. So wie bei euch mit den Sunniten und Schiiten. Es ist doch ganz klar, der Islam ist doch ganz klar. Jeder versteht das, ja? Gott will ja, dass alle Menschen errettet werden, ne? Und nicht jetzt missverstanden wird. Aber trotzdem gibt es bei euch zwei verschiedene Richtungen. Ja, Und aber. die eine tötet die andere und die andere tötet die eine. Ja, aber alle sind sich einig, dass Mohammed der Prophet ist. Ja, aber die töten sich gegenseitig. Wenn die doch einig sind, warum töten die sich gegenseitig? Ja, wegen anderen Sachen, aber nicht. Wegen Ja, politischen, du siehst ja, wegen wegen anderen Sachen. Es ist egal, ob wegen welcher Reser, wegen Sache. politischen Zwecken. Ja. Deswegen. Nein, die Sunniten erklären die Schiiten zu Kuffar und die Schiiten erklären die Sunniten zu Kuffar.
Ja, aber es gibt doch, die Ahlus Sunna ist ja die einzige, die richtig ist. So. Ja, und die Schiiten sagen Ahlul Bayt. Ja, aber die Schiiten ist doch nur eine Sekte, Mann. Nee, das sagen die über euch. Die Schiiten sind eine Sekte entstanden. Doch, was? Die Schiiten sagen, die Sunniten sind eine falsche Sekte, die falsch abgebogen ist. Aber der Prophet, ja, hat gesagt, haltet, der Prophet hat gesagt, haltet an Koran und Sunna fest. Und von Sunniten kommt von Ahlus Sunna. Ja, und die ja. Fürchten, nee, nee, das stimmt nicht. Die Sunniten, Moment. Die Schiiten sagen, dass das an Ali, der Kalifat an Ali weitergegeben werden musste und nicht an Aisha. Ja, Aisha hatte auch kein Kalifat, was redest du da? Ja. Ja, wie, aber du meinst die Kalifat musste über die Ali-Linie gehen und nicht über Aisha. Nein, die mögen nicht Aisha, die sagen, dass sie Unzucht betrieben hat, aber der Dings. Aber wie kann sie Unzucht betrieben haben, wenn sie im Koran freigesprochen wurde? Ja, meine ich ja. Nein, ja das ist jetzt unter eure, ihr müsst das klären mit eurem Hin und Her. Die Frage Christen, an die Frau. Die Christen sind auch geteilt unter Katholiken und Protestanten, aber sowohl Katholiken gehen in die Hölle, als auch die Protestanten. Im Moment, bei den Christen ist aber Unterschied. Der eine sagt, es ist Gott, der andere sagt, Gott so, und der andere sagt, Prophet. Nein. Aber im Islam, fragt die Katholiken, ob Jesus Gott ist, die werden sagen, ja. Fragt die Protestanten, ob Jesus Gott ist, dann sagen die auch, ja. Alle Schiiten, Aleviten, Ahmadiyya, dass es nur Allah einer ist. Da gibt es keine Unterschiede. Bei Allah machen wir keinen Unterschied. Nee, bei uns ist doch keine Unterschiede. Alle Christen wissen, dass der Herr Jesus Gott ist. Bei der Gottheit, deren Christenlogik, bei Jesus werden Unterschiede gemacht. Der eine sagt, Gottes Sohn. Ich habe einen libanesischen christlichen Freund. Er sagt, er ist Gottes Sohn. Ja, aber der kommt doch in die Hölle, weil er nicht wahrhaftig wiedergeboren ist. Was kann man sonst entscheiden? Ja, das kann. Aber laut seiner Meinung kommst du in die Hölle. Nein, sagst, Gott. Die Bibel sagt uns, wer Gott ist. Und nicht der Libanese und auch nicht ich. Ja, aber Jesus sagt ja selber, ich bin nicht, es gibt nur einen Gott. Was sagst du dazu? Genau, der sagt, es gibt einen Gott und ich bin der Sohn Gottes, der ewige Gott. Genau, in 1. Johannes 5, Vers 20. Aber was ist mit Johannes 17, Vers 39? Da sagt ja keiner als gut, außer dem einen Gott. Wie erklärst du dir das? Ja, genau, das ist der Herr Jesus. Der Herr Jesus ist als Sohn Gottes, der ewige Gott und gut. Okay, aber er sagt auch, ich wurde gesandt nicht um meinen Willen, sondern um deinen Willen. Und natürlich, der Vater und Sohn, Heiliger Geist arbeiten ja perfekt in einer Harmonie. Du kannst doch nicht sein, dass auf einmal dein Körper etwas anderes macht, als was du willst. Wenn du das Glas Wasser heben willst, dein Wille, dein Verstand hat diese Entscheidung getroffen. Und auf einmal geht deine Hand, was weiß ich, irgendwo anders hin oder was? Nein, dein Körper ist im Einklang mit dem Geist und mit deiner Seele. Reza, der Vater und Isa, das sind zwei unabhängige Personen. Keiner von denen ist beide. Trotzdem sind die perfekt innerhalb der Gottheit, sind sie perfekt miteinander einig. Aber sie sind zwei einzelne Personen. Deswegen tut der Sohn nicht etwas anderes, als was der Vater will. Jesus konnte nichts ohne den Vater machen, ohne seine Erlaubnis. Und der Vater? Als Mensch. Als Mensch hat er sich doch also so eingeschränkt nach Philipper Kapitel 2, Vers 6. Als Mensch hat er sich eingeschränkt in seiner Gottheit. Der in der Gestalt Gottes war, Philipper 2, Vers 5, der in der Gestalt Gottes war, der Gott war, hat es nicht für einen Raub festgehalten, Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und nahm die Knechtgestalt an eines Menschen. Warum sollte aber Gott sowas tun? Warum sollte Weil er dich tun? Liebt und dich erretten möchte. Er liebt und er will, dass du bei ihm bist. Und aber das ist doch keine Errettung. Leben. Er ist ja für die Sünden gestorben. Ja, jetzt muss ja jemand den Tod auf sich nehmen. Aber Allah sagt im Koran, keine Seele trägt die Last einer anderen. Ja, Allah ist wieder was ein anderer Gott. Der hat eine andere Theologie. Wir gehen aber nach der biblischen Theologie. Ein anderer Gott? Was heißt ein anderer Gott? Das ist derselbe Gott. Ja, zum Beispiel der Allah sagt, es ist gut, wenn du die Frau deines Nächsten begehrst. Und der Gott der Bibel sagt, das ist Sünde. Was? Du darfst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Die Befugnisse hat nur Mohammed, nicht ich. Ist und egal, nicht Befugnis. Für Gott gibt es keine Befugnis, Spezialleute, VIP. Er sagt zum Propheten, oh Prophet, warum verbietest du dir das, was ich dir erlaubt habe? Genau, in deinem Herzen, nämlich die Frau einer anderen Leute zu begehren. Genau, und das ist verboten. Der Gott der Bibel hat das verboten. Aber also ist das nicht derselbe Gott? Doch, ist es. Wie gießt das? Der eine sagt das, der andere sagt das Gegenteil. Was sagst du, ist dasselbe? Was hat er denn genau verboten? Gott sagt euch in den 10 Geboten, ja, du sollst nicht die Frau deines Nächsten, weder sein Besitz und so weiter begehren. Ja. Und dann kommt Allah und sagt, begehre Mohammed, die Frau deines Nächsten. Du weißt schon, dass der sich selber getrennt hat, der von Zeynep. Er hat die begehrt, als er bei ihr war.
Der hat ja, aber er hat sich ja selber von ihr getrennt, um. Nein, der Mohammed hat sie gesehen und hat sie begehrt in seinem das. Herzen. Eine verheiratete Frau. Ja, Zainab, ja. Ja. Und der Gott der Bibel sagt, das ist Sünde. Und der Gott des Korans sagt, das ist gut. Das ist keine Sünde. Das ist doch nicht derselbe Gott. Okay. Also. Der Gott des Islams erklärt das, was der Gott der Bibel für Sünde erklärt hat, für gut. Okay, aber der Gott. Das Gegenteil von Gott ist der Gott des Islams. Ja, jetzt musst du dich fragen, wer das ist. Okay, aber der Gott der Bibel hat ja auch Sachen drin, die der Gott des Korans nicht hat. Ich sage sowieso, das ist immer noch der eine und selbe Gott. Zum Beispiel in der Bibel ist Inzest erlaubt. Mit das stimmt nicht. Hallo, Gottes Segen. Das stimmt nicht, das ist nicht erlaubt. Die Leute haben selber gesündigt. Prophet Lot hatte Geschlechtsverkehr mit seinen Töchtern. Nein, die Töchter haben ihn betrunken gemacht, sodass er nicht mehr Herr seiner Sinne war. Sie haben ihn so betrunken gemacht, dass er nicht mehr wusste, was er tat. Und dann haben die das gemacht. Und Lot ist im Koran frei von sowas. Nein, in der Bibel werden die Sünden der Leute nicht unter dem Teppich gekehrt, sondern die Sünde der Menschen werden genauso gezeigt. Ah, das ist echt. Damit keiner eben der Meinung ist, dass der Mensch oder er selber oder die Propheten perfekte Wesen sind, sondern alle Propheten sind Sünder, weil alle Menschen sind Sünder. Die Propheten sind Sünder laut dem christlichen Verständnis. Laut dem islamischen Verständnis sind sie davon befreit, dass sie Sünder in der Botschaft sind. Ist nicht Botschaft, als Mensch, als Sünder in ihren Taten. Ja, sie sind ja nicht vollkommen, nur Gott ist vollkommen. Die sind doch keine Gott, die sind doch nicht Gott, diese Menschen. Ja, aber was jeder Mensch macht für eine Geschichte. Lot hat Geschlechtsverkehr mit seinen Töchtern, das ist ja nicht normal. Ja, das wird ja nicht verharmlos und es wird auch nicht unter dem Teppich gekehrt, sondern Gott erklärt, was für schlimme Sachen passiert sind, was die Menschen imstande sind, für Sünden zu begehen. Okay. Wie kann es sein, dass Jakob mit Jesus gerungen hat und Jesus hat verloren, wenn Jesus Gott ist? Ja, weil es so gewollt ist. Gottes Wille war. Es ist so gewollt, aber wenn ich sage, im Islam ist es so gewollt und wir hinterfragen nicht die Botschaft Abu, oder die Rahma, Abu, dann heißt es auf einmal, seht ihr, warum hinterfragt ihr das nicht? Das Fragen nach wieso, warum ist schon falsch, mein Lieber. Abu, kann ein Prophet eine große Sünde haben? Nein. Ist er dann eben, und ist Töten eine große Sünde oder eine kleine Sünde? Eine große Sünde. Also Mohammed hat getötet. Er selber hat getötet und er hat auch angefordert zu töten. Okay, also hast du gerade Mohammed kaputt gemacht. Okay, dass er gut. Prophet ist. Hat David getötet? Hat David getötet im Christentum? Hat er Kriege geführt? Hat er. Also ist auch David falsch. Ja? Und Mohammed, ja? Die Bibel nimmt kein Blatt von dem Mund. Die Bibel sagt, was alles detailliert, sagt sie, was passiert ist. Sie nimmt kein Blatt von dem Mund. Auch am Prophet David. Um irgendjemanden zu schützen, wie der Koran das macht. Ja. Sagt zum Beispiel, Mohammed hat auch Verteidigungskriege geführt. Ja. Es ist nicht Verteidigungskrieg, er hat 26 Schlachten geführt und Daoud angegriffen, nicht Daoud verteidigt. Daoud hat auch getötet im Christentum. Also ist der, also und dabei ist hat er einen Menschen mit seinen eigenen Händen umgebracht und auch auf seinen Befehl wurden 900 Köpfe Leute umgebracht, an einem Morgen geköpft, okay. Im Namen Allahs. Aber dass du erzählst, wie Mohammed geschlagen wurde in Mekka von den Quraysh, das erzählst du natürlich nicht, als Abu Talib gestorben ist. Ja? Und dass er gesagt hat, oh Allah, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das erzählst du nicht, ja? Im Bukhari, du Heuchler. Ich hasse diese Menschen. Ja, aber der ist so zurückgekommen und hat dann die Leute alle ermordet. Was ist denn das jetzt gut, dass er jetzt sagt, oh, ich wurde jetzt geschlagen. Was ist jetzt so gut, wenn er doch später... Zum Riesenmörder wird später. Die Quraysh sind ihm bis nach Medina gefolgt und wollten ihn töten. Daraufhin kam der Befehl von Jibril, oh Mohammed, du darfst dich jetzt wehren. Daraufhin kam kam die Ayat von Surah Tauba und du darfst jetzt den Verteidigungskrieg anfordern gegen die Götzendiener. Was ist denn daran schlimm? Aber Surah 9 und Surah 9, 29 und Surah 9, 111 ist kein Verteidigungs-Ayat. Es ist ein Angriffsayat. Sucht und findet die Ungläubigen, wo sie ihr findet, und greift sie an, tötet sie im Hinterhalt. Du weißt schon, dass das auf die Endzeit spielt und nicht jetzt. Nein. Befehl, der ewig gilt, bis ans Kiamat. Das heißt, dieser Befehl gilt bis ans Ende unserer Tage. Nein, du darfst nicht einfach so rausgehen jetzt. Ich kann nicht einfach so rausgehen. Kannst du nicht, weil wir haben Militär, wir haben Polizei. Das kannst du jetzt nicht. Nein, weil wir haben das Militär und Polizei. Aber wenn wir das aufheben und die Scharia bringen,
dann sind die Ungläubigen unter drei Optionen gestellt. Erstens, sie nehmen Allah an. Zweitens, sie zahlen Kopfsteuern. Oder drittens, Krieg. Entweder hauen sie ab und sie werden getötet. Das ist der Islam. Diese drei Optionen ist der Islam. Und wenn wir uns von unserer Religion Glauben, ein Glauben, der eine Option Krieg hat und töten, kann keinen Frieden geben, ja. Da müssen wir auch auf dem Alten Testament zugehen, wo Jesus sagt, tötet Frauen und Säuglinge. Was sagst du dazu? Alte Testament und Neue Testament. Das und Jil. Was sagst du zu dem Vers, wo er sagt, tötet das, Frauen und Säuglinge? Das will ich mal jetzt hören, mein Lieber. Das Unjil ist das Neue Testament, die gute Nachricht. Hast du mal das gelesen? Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu verändern, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Hör auf damit. Hör auf mit diesen Tricks, gell? Er hat es ja erfüllt. Also. Das Alte Testament bist du ein Sklave des Gesetzes. Das heißt, diese 613 Gesetze, du musstest sie einhalten und danach leben. Okay, nach aber Jesus, wenn Allah sagt im Koran, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ und tötet diejenigen, die euch töten wollen. لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Ich habe jetzt ein bisschen vorgespult. Aber übertretet nicht, Allah liebt nicht die Übertreter. Was heißt das? Bedeutet, wenn du dich ergibst, darf ich dich nicht mehr angreifen, wenn du mich nicht mehr angreifen willst. Aber was ist unser Ziel in diesem Leben? Ist es ja, dass wir wollen ja ins Paradies. Wenn wir sterben, wollen wir ins Paradies. Ja. Und wenn du dich beschneidest, also du bist ja beschnitten, dann musst du das Gesetz halten. Auch und das kann kein Mensch. Das heißt, du bist verloren. Das heißt, du bist verloren. Wenn du das Gesetz halten willst als Mensch, musst du ein perfekter Mensch sein. Und wir haben keine perfekten Menschen auf dieser Welt. Das heißt, du bist verloren. Also, ganz kurz, darf ich mal bitte was sagen? Ich bin die ganze Zeit ruhig, ich höre nur zu. Ich würde gerne dem Marc was sagen. Erstmal Salam alaikum und grüß Gott ja, an alle, damit es hier heißt, keine Ahnung was oder so am Ende. Marc, ich muss echt sagen, ne, du gibst wirklich gerade ein paar Sachen von dir. Ne? Ich meine, jeder Mensch hat sein eigenes Wissen und so seine eigene Meinung, ja, aber du bringst das so rüber, ne, als müsste jetzt jeder quasi derselben Meinung sein, wie du es bist oder sonst irgendwie. Und vor allem, du stellst die Religion so schlecht dar gerade. Ne? Das muss gar nicht sein, finde ich. Du kennst dich anscheinend gar nicht richtig aus mit der Bibel, um ehrlich zu sein. Gar kein bisschen, um ganz ehrlich. Null. Er kennt sich mit dem Koran nicht aus, weil er sagt, Mohammed hat nur Angriffskriege geführt. Ich habe die Bibel selber gelesen, damals schon in der Schulzeit und so. Also ich habe auch Religionsunterricht besucht damals, nur um quasi mein Deutsch irgendwo zu verbessern und um mein Wissen über andere Religionen halt so ein bisschen voranzubringen. So, Fakt ist auf jeden Fall, dass was hier die ganze Zeit geredet wird, das ist ein eigenes Wissen und eine eigene Meinung und nicht eine Meinung oder das Wissen, die aus den Büchern kommen, wo wir glauben, wo wir dran glauben, wo wir es für heilig halten. Mit dem Evangelium kannst du keine Kriege führen. Ich sag dir, kennst du das Alte und das Neue Testament? Jesus sagt, es ist ein Gott, liebe ihn mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Und das Zweite ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du deinen Nächsten wie dich selbst liebst, dann kannst du nicht betrügen, lügen oder umbringen. Du hörst gar nicht zu, du hast keinen Respekt. Nein, wenn man Frage beantworten. Wenn man die Realität sagt über den Islam, dann regen sich die Leute auf. Kennst du den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen? Hol mal einen richtigen Muslim. Kennst du es oder nicht? Was hast du gefragt? Kennst du den Unterschied zum 10. Mal zwischen dem Alten und dem Neuen Testament? Alte Testament, die Tora und Neue Testament, das Unjil. Glaubst du an das Neue? Alte Testament ist nur da. Jetzt hör doch zu, wenn du fragst. Bitte. Erzähl, ja. Das Alte Testament mit den Gesetzen ist nur da, damit Gott den Menschen zeigt, dass wir Sünder sind. Und das Neue Testament ist die Befreiung. Wir sind freie Menschen. Wir sind erlöst. Im Glauben an Jesus sind wir gerettet. Mach's bitte nicht lang. Diese Antwort reicht mir. Ich möchte es kurz machen und auch rausgeben wieder. Jetzt mal anders, okay? Du sagst, das Neue Testament ist das Richtige. Also, wusstest du dann, dass das Neue Testament durch Meinungen von Menschen geändert wurde und in der alten Zeit damals und durch Meinungen von Menschen, die damals gelebt haben, gewisse Sachen reingeschrieben worden sind und so veröffentlicht wurde und dann die Menschheit daran glauben müsste, die quasi christlich ist, dass es das Buch des Gottes ist?
Wusstest du das auch oder redest du jetzt auch irgendwie? Nein, das ist doch gar nicht bewiesen, was du da sagst. Das sind doch nur Behauptungen. Das Neue Testament. Das sind keine Behauptungen. Guck mal, dann kann ich auch genauso sagen, das, was du gerade gesagt hast, Reza, ne? Dass Muslime ihre Frauen schlagen. Da kann ich auch sagen, das steht doch im Koran. Nein, aber es hat doch gesagt, guck mal, du kannst doch nicht etwas so darstellen, auf die Allgemeinheit so schieben, so als wäre das jetzt so krass negativ. Es muss doch seine Begründung haben. Hör mir mal zu, wenn deine Frau dir fremd geht, ja? Wenn das deine geht, Frau nein, dir fremd, das geht zu, nicht um Fremdgehen. Nein, nicht Lügen. Geht, nein, ja. Lügen nicht, bitte. Ja, Fremdgehen, Ehebruch, da steht die Steinigung, die Todesstrafe. Nicht schlagen. Schlagen ist nur während der Ehe. Also ich bin selber, Bruder, ich bin selber ein Moslem. Meine Frau ist kein Moslem. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau geschlagen. Was willst du mir jetzt damit sagen, dass ich ein Moslem bin? Hör auf, Abu Mazen, wenn wir reden. Hör auf damit. Du kannst nicht das Charakter eines Menschen mit dem Glauben eines Menschen vergleichen. Eine Frau oder eine schwachere Person oder ein schwaches Lebewesen zu schlagen, zeigt nur, dass du einen schwachen und dreckigen Charakter hast und nicht deine Religion so ist. Nein. Du kennst deine Religion leider nicht. Bei Ehebruch, was du gerade gesagt hast, mit Fremdgehen steht die Todesstrafe im Islam. Du bist über 40 Jahre alt. Steinigung ist vorgesehen für die Leute, die fremdgehen in der Ehe. Das heißt Ehebruch. Der Koran sagt niemandem, steh auf und schlag deine Frau nach Lust und Laune oder wenn dir irgendwas nicht passt. Niemals. Niemals. Was und steht denn da in Sure 434? Der Koran sagt genauso, was du gerade über Töten gesagt oder, hast. Der Bruder Dennis, genauso, kannst du mal bitte Sure 434 dann lesen für alle? Ist genauso wie, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Also nein, das gilt für die Kinder Israel. Das ist für die Sure 5, Vers 32 sagt Allah, wir haben den Kindern Israels verheißen. Nicht den Muslimen, den Juden. Die Kindern Israels. Welche Sure? Ich kenne mich damit nicht aus. Was muss ich machen? Also Sure 4, Vers 34. Hey, Danny. Was los, Alter? Du siehst aus wie ein Zuhälter. Alter, Fakt ist auf jeden Fall, Fakt ist, wie gesagt, das mit Schlagen ist schon mal komplett falsch von dir gerade erzählt. Ja, lass uns hören, lass uns mal gucken, lass uns mal selber hören. Guck mal, durch solche Aussagen werden auch die meisten Muslime gehasst und falsch verstanden einfach. Nee. Obwohl, ich bin ein Mensch, ich respektiere jede Religion. Ich respektiere jede Hautfarbe, ich respektiere jede Sprache. Aber guck mal, weißt du, was ich nicht respektieren kann, wenn ein Mensch erwachsen genug ist und nur Müll aus seinem Mund gibt, obwohl er null Ahnung hat? Lass uns mal hören. Was Allah sagt. Guck mal, du hast zu der Zeit nicht gelebt, ich habe zu der Zeit nicht gelebt. Also bilde deine Meinung über deine eigene Zeit und nicht über eine Zeit, wo du gar nicht warst. Verstehst du das? Das heißt also, der Islam ist nur für eine bestimmte Zeit runtergebracht. Nein, ich rede gerade von dir, über dich, über deine Persönlichkeit, nicht über Religion. Ich sage, die Moslems werden immer schlecht dargestellt, weil man irgendwelche Geschichten sich aus dem Arsch zieht, auf gut Deutsch gesagt. Keine Ahnung, dass man in der Zeit gelebt hat, die Muslime können sich nicht beherrschen, die können, weil nicht den Heiligen Geist haben, die reden immer mit schlechten Wörtern, siehst du? Bist du Araber? Nein, ich bin Kurde, Bruder, aber es ist egal, was ich bin. Weißt du, was ich meine? Meine Frau ist Deutsche. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja, meine Frau ist Christ, ich sag's selber, aber guck mal, meine Frau ist orthodox, beziehungsweise. Aber guck mal, abgesehen davon, ich zwinge meine Frau jetzt nicht dazu, Moslem zu werden oder so. Das ist ihre eigene freie Wille. Also der Koran gibt jedem das Recht, frei zu entscheiden. Es sei denn, wie gesagt, logisch. Guck mal, jetzt. Allah verflucht die Christen in Sure 9, Vers 30. Ich kenn genug Nicht-Moslems, die ihre Frauen behindert schlagen. Was willst du mir dazu sagen? Ist das auch Islam oder was? Islamisch. Das ist islamisch, ja. Wenn ein Nicht-Moslem seine Frau schlägt, ist das islamisch? Nee, das ist aus seinem eigenen Fleisch. Aber wenn ein Moslem seine Frau schlägt... Das macht doch keinen Sinn, was du gerade sagst. Nein, wenn ein Nicht-Moslem seine Frau schlägt, dann ist er natürlich ein Sünder. Aber wenn ein Moslem seine Frau schlägt... Nein, wenn ein Moslem seine Frau schlägt, dann handelt er genau konform nach Sure 4, Vers 34. Ach so, also willst du mir sagen, der eine Ungläubige hat, der Ungläubige, also der glaubt an keine Religion. Ich sehe einen Ungläubigen. Warte mal, hat jemand einen Vierteldollar? Hier? Lies mal bitte, Bruder, Sure 4, Vers 34, damit wir genau wissen, was Allah von uns möchte. Ich will mir einen Krabbenburger holen, Mann. Hat jemand einen Vierteldollar? Wallah, ihr habt alle... Ey, Daddy! Also richtige Salafisten bei uns. Ich hab gar keine Ahnung. Auch dieses, ich schwöre, diese ganzen Wörter, ne, dieses Salafismus. Oder Dennis. Das gibt es nicht mal. Ey, Sure 4, Vers 34. Danny, du siehst den Hooligan aus Frankfurt, den ich kenne. Wallah, ein richtiger Hooligan, Alter. Dankeschön. Ja, genau, lies das mal vor. Ja, lies das mal hier. Die Männer stehen über den Frauen, weil Gott den einen vor den anderen den Vorzug gegeben hat. Ein Moment, ganz kurz, bevor du weiterliest. Dieser Satz da, die Männer stehen über den Frauen, okay? Jetzt ein Punkt, okay? Es war bis vor ein paar Jahren nicht mal die Rede davon, dass Frauen irgendwelche Rechte haben dürfen oder so, okay? Das liegt an der Natur der Männer, okay? Genauso wie ein Löwe
mehr zu sagen hat als eine Löwin. Aber warte mal, das ist doch gar nicht. Also ich glaube, du liegst da wirklich falsch. Guck mal, ihr nehmt hier Sachen. Warte mal, Bruder, warte doch mal. Ja, ist okay, dagegen habe ich auch nichts. Lebens. Dass die Männer über die Frauen sind, lassen wir jetzt beiseite. Wir wollen uns diese Plagen. Bruder, ganz ehrlich, hier wird die ganze Zeit irgendwas verdreht, nur um Hass auf Islam zu machen. Nein, wie kein Hass. Du sagst uns gleich, wie dieser Vers zu verstehen ist. Warte mal kurz. Weil die Männer die Unterhaltungskosten tragen von ihrem Vermögen. Darum sind die rechtschaffenen Frauen demütig ergeben und bewahren das Verborgene, das Verbergende, weil Gott darauf Acht gibt. Und diejenigen von den Frauen, von denen ihr befürchtet, dass sie sich auflehnen, ermahnt sie, meidet sie im Ebet und schlagt sie. Das ist der Tafsir von Tabari, ja? Nein, das ist der Koranvers direkt. Ja, aber wer hat den Tafsir? Das ist nicht der Koranvers direkt. Bruder Herbe, ja. Das ist der Koranvers direkt, Mensch. Das kannst du doch in deinen Koran vorlesen. Nein, ich rede von dem oberen Teil, der Unterriss vom Koran, ja. Ich rede vom oberen. Okay. So, mein lieber Veri Vidi, warum musst du jetzt eure Frauen schlagen? Also ich schlage keine Frauen und in meiner Familie hat auch keiner die Frauen geschlagen. Deine Aussage ist schon falsch, weil weißt du wieso? Du bringst mich quasi mit irgendwelchen psychisch kranken Menschen in einem Topf gerade rein. Egal, das ist dein Koran. Das ist Allah, was das von dir verlangt. Du bist über 40 und du versuchst dich gerade mit Sachen, die deine Meinung ist, du willst das gerade durchsetzen, sodass du gerade gelesen, schlag sie. Die 400 Leute, dass sie dir glauben. Ja, aber man darf siehst du, Abu Majin, wie die Muslime sich schämen für ihre Religion? Siehst du, hallo, Alhamdulillah, ich schäme mich nicht für meine Religion. Siehst du, Abu Majin, die meisten Muslime sind so. 99,9% schämen sich für ganze Islam. Schlagen, aber Reza, du musst auch dazu hinzufügen, schlage nicht in dem Sinne K.O. schlagen, sondern so. Abu, kein Takia machen. Abu. Ich mach kein Taqiyya, Taqiyya ist von den Schiiten. Bruder, ich sag doch, er macht's einfach Dings, ja. Und Abu, guck mal, Bruder, ich muss dir auch was sagen. Ich bin kein Schiite, Bruder, ich mach kein Taqiyya. Abu, Bruder, egal was du bist, ich würd dir gerne auch was sagen. Du bist ja ein Moslem, ne? Ich würde dir gerne auch was sagen, Bruder. Guck mal, Bruder, Fakt ist, eine Sache ist auch klar, ne? In der Sache bist du unwissend, das muss ich dir auch sagen. Es gibt sowas wie Schiiten, Sunniten und sowas gar nicht im Islam. Das ist eine Sache, wo gewisse Führer irgendwann mal dann auf dem Podest kamen und gesagt haben, hör mal, es muss so sein, das ist auch eine Meinung, die, guck mal, wenn du wirklich den Islam kennst, sowas wie Schiiten und Sunniten gibt es nicht. Ein Moslem ist ein Moslem. Ein Moslem ist ein Moslem, okay, dann gebe ich dir aber jetzt einen Beweis von mir. Nein, Bruder, guck mal, die Beweise, die du mir gibst, ich sag dir was, die Beweise, die du mir gibst, ja, das sind Beweise, die Menschen auch früher in der Zeit, ich sag doch, der auf den Podest gegangen ist, so wie bei dem islamischen Staat, der jetzt war vor ein paar Jahren, Abu Bakr al-Baghdadi zum Beispiel. Bruder, lass mal diesen Quatsch. Wir reden hier vom Propheten Mohammed, alayhi salatu wassalam. Nein, aber ich sag dir nur, es gibt kein Sunniten oder kein Abu Bakr Baghdadi. Wir reden hier vom Propheten, okay? Bruder, ich sag dir nur, es gibt keine Sunniten und Schiiten. Sowas gibt es nicht. Ja, genauso wie es keinen Salafisten gibt. Okay, wirst du eine Antwort haben oder du suchst ja die Wahrheit oder nicht, Achi? Bruder, ich kenne die Wahrheit, aber erzähl mir. Ja, du kennst die Wahrheit, anscheinend nicht gut genug. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, meine Umma wird sich in 73 Sekten spalten, in 73 Gruppierungen spalten. Daraufhin haben die Sahaba gefragt, ja Rasulullah, welche ist die richtige? Sagt er, es wird nur eine geben, die richtig ist, das ist die an Ahlus Sunnah und an den Koran festhält. Ja, damit sind 73 Sekten gemeint. Alle 72 gehen in Jahannam, nur eine ist errettet. Das ist die Allah folgt und dem Propheten. Allah sagt im Koran, Atiru Allahu, Atiru Rasul. Also komm ich nicht damit, dass. Bruder, Ich bin mit dir, Bruder. Hör zu, wenn du sagst, es gibt nur Muslime. Natürlich. Ich schäme mich als ein Muslim, Alhamdulillah, Ahlus Sunnah wa Jama'ah. Aber die Menschen haben natürlich Spaltungen gemacht, ja, und das hat der Prophet gesagt. Ja? Genau, das meine ich doch. Aber guck mal, wie du sagst, die Menschen haben die Spaltungen gemacht, verstehst du? Das heißt, es gibt doch gar nicht sowas. Sowas gibt es nicht. Nein, ich will dir damit sagen, der Prophet hat das vorhergesagt. Er hat es vorhergesagt, aber guck mal, er hat etwas vorhergesagt, was die Menschheit machen wird. Überleg doch mal, was ich dir gerade sage. Das heißt, Bruder, drei, vier Menschen sind aufgestanden, waren mit etwas nicht zufrieden, mit der Meinung, die sie da auf den Tisch geschmissen haben. Dann haben die sich gespaltet und haben die Menschen, die nach ihnen gekommen sind, glauben zu lassen, dass es so ist. Obwohl der Prophet das schon offen sagt, was auf die Menschheit kommt. Die Sache ist so, nach seinem Tod. Das meine ich, Bruder. Bruder, ist ja richtig. Ich sagen will, ist, Schiiten, Sunniten, Aleviten, Bruder, wir sind alles Moslem, Alhamdulillah. Egal was. Ja, Bruder, aber die Schiiten, Bruder, guck mal, ganz kurz, Bruder, die Schiiten, um ein Muslim zu sein, musst du Bedingungen einhalten, Bruder. Natürlich. Und die Schiiten verfluchen Abu Bakr, Omar und Aisha, Bruder. Verstehe ich. Warte, Bruder, die sagen,
Aisha hat Sinn gemacht, und Aisha wurde im Koran freigesprochen, als der Fesser runterkam. Also ist diese Sache schon mal belegt. Du kannst nicht die Sahabe verfluchen. Das sind die rechtgeleiteten Menschen nach dem Propheten. Ja, ja, aber guck mal, du sagst es doch gerade selber. Guck mal, du sagst doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Menschen, die sich gespaltet haben, die Führer, die Köpfe, die im Nachhinein, ne, Menschen, ne, ich rede von normalen Menschen, die sich die Wege ausgesucht haben, haben es geschafft, dass, dass andere Menschen, die nach ihnen gekommen sind, auf einmal gespaltet leben. Das will ich dir sagen. Eigentlich gibt es ja keine Spaltung. Verstehst du, was ich meine? Der Islam ist gekommen, um, guck, der Islam ist gekommen, um alles zu korrigieren, ja? Mohammed, richtig, richtig. Ja? Um den Judentum zu korrigieren und den Christentum zu korrigieren. Die Christen natürlich bekämpfen uns auch. Warum? Weil sie sagen, weil sie Christen, Allah sagt ja auch zu Mohammed, die Christen und Juden werden nicht zufrieden sein. Ja. Und Christen werden nicht zufrieden sein, bis du ihren Weg folgst. Weißt du, was ich meine? Fakt ist, Bruder, jeder wird zum Moslem, bevor die... Abo und der andere, jeder weiß das. Jeder Bruder Moslem. Danke, dass du hier gewesen seid. Abo, bitte. Du musst dir einen anderen Job, okay, statt du irgendwelche Meinungen von dir an anderen Menschen verteilst und die alle dran glauben. Bitte, komm zu dem Herrn Jesus Christus. Und Marc, an deiner Stelle würde ich den Alten Testament nochmal lesen, falls du... Bitte, bitte auch du. Nein, du musst zu den Herrn Jesus kommen. Komm. Ey, Danny. Inshallah, inshallah werdet ihr Inshallah. Wer Jesus wäre, bitte nicht auf Allah hören und Frau schlagen. Ja, bitte. Möge Allah euch alle recht leiten. Nicht auf die pädophilen Kirchenväter hören. Genau, nicht auf die pädophilen Kirchenväter hören und nicht auf Allah hören. Okay. Genau. Ey, Danny. Danny, komm zum Islam, das passt besser. Nein, Abo. Komm zum Islam. Sagen. Komm jetzt zu den Herrn Jesus. Komm zum Islam, Danny, komm zum Islam und trink Kamelpipi. Komm zum Islam. Das überlege ich mir nochmal, das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Komm zum Islam und hör auf, Schweinefleisch zu essen. Allah sagt, ich esse kein Schwein, aber Kamelpipi hört sich gut an. Hör auf, Schweinefleisch zu essen, aber trink Kamelpipi. Bitte kein Schweinefleisch essen mehr. Verändertes Blut, kein Alkohol. Ihr könnt im Islam ein 6 Monate altes Baby heiraten und dann Schenkelsex machen, bis sie dann die erste Menstruation hat. Guck mal, der. Das ist von den Schiiten. Das ist so abartig und krank. Von den Schiiten hast du viel gelernt, mein Lieber. Du bist ein wahrer Schiiter des Schiitentums. Die Sure 65, Vers 4, auch von Schiiten. Das haben die Schiiten interpretiert, diesen Vers, den er gerade genannt hat. Nein. Die haben es da hineingefügt. Des Sunniten auf. Schlag mal die Interpretatoren des Sunniten auf. Sagen was anderes. Okay, zeig mal. Nein, die sagen, du kannst ein kleines Kind heiraten, was noch nicht Menstruation hatte. Und du kannst sie sogar scheiden lassen, bevor sie noch ihre Menstruation erreicht hat. Das ist der größte Wahnsinn, was du gerade erzählst. Ich habe kurz an alle, und zwar mein Theresa vorhin, Allah erlaubt, Frauen zu schlagen. Das stimmt erstens gar nicht. Und zwar... Hallo, warte doch mal bitte. Sie waren noch nicht fertig mit reden. Ich zeige das ganz kurz. Ein Thema nach dem anderen. Abu Maldi, wie ist das, wenn deine ganze Religionsgemeinschaft sich schämen für den Koran und so? Wie findest du das? Live vor deinen Augen. Einer nach dem anderen kommt hoch und schämt sich für diese Verse. Wie findest du das? Du musst das schon richtig sagen und dann gucke ich, ob die sich schämen oder nicht. Ja. Die hat doch gerade gesagt, das stimmt gar nicht, dass im Koran steht, schlag sie. Obwohl wir den Vers gerade vor unseren Augen haben. Wieso hat sie ein Problem? War das denn der Koran? Hatte er denn Koran 43. Wenn man es liest, dann soll man es doch bitte richtig lesen und komplett. Auf Arabisch steht man da. Zeig das nochmal, Bruder, damit sie uns lest und korrekt wieder Schmerzlos mit einem Stock, meine Liebe. Mit einer Miswak. Miswak ist kein Stock. Miswak ist ein Stock. Ist kein Stock, damit putzt man sich die Zähne. Nein, aus dem Miswak macht man Miswak, diese Dinger. Miswak ist so ein langer Bambus, wie so ein Bambusrohr, was klein ist. Genau, aber mit einem Miswak putzt man sich die Zähne. Was soll das denn bringen? Du hast doch gar keinen Respekt, wenn man dich mit so einem Streichholz so... Ist das dieser Miswak? Das ist doch dieser Miswak. Ich zeig mal. Ich habe mir eine gekauft bei eBay. Danny ist heimlich Muslim. Danny ist heimlich Muslim. Ja, so ruhig. Das ist dieser Miswak. Nein. So sehen die aus. So ist was anderes. Das ist für Frauen böse. Das ist das doch nicht. Hallo, man muss ihn noch gar nicht da. Man sieht doch die Muslime, wie sie ihre Frauen behandeln. Wenn du damit deine Frauen schlägst, aber bitte nicht auf den Islam schieben. Bitte. Ist ja echt so.
Mayafi, was glaubst du, was in Deutschland in den Frauenhäusern, welche Religionsgruppe der Frauen sind da am meisten vertreten, weil sie vor ihren prügelnden Ehemännern weglaufen? Also so, soweit ich weiß, ich bin zum Beispiel Afrikanerin und viele von uns sind auch Muslime, aber sind eben nicht in den Frauenhäusern. Das liegt leider Nein, ich habe gesagt, das liegt nicht an der Religion, sondern warum sind das aber zu 99% muslimische Frauen in den Frauenhäusern? Das liegt, du musst mal schauen, das liegt nicht an irgendwelchen Muslimen, das liegt nicht an dem Islam, sondern das liegt an gewissen Herkünften. Schlagt sie, das liegt an den Herkunft. Natürlich. Ja, warum steht das im Koran, schlagt sie? Aber wie denn? Es ist eine Ermahnung, wenn man denn nicht hört. Ist egal wie denn, ich kann dich mit einem kleinen Stock so schlagen, dass du kaputt gehst. Ach so. Mit einem Misswak. Ja, weil mit sie fühlen sich nicht schlecht. Ja, sie fühlen sich schlecht. Mit einem Misswak, mit der man sich die Zähne putzt. Nein, Miss, ich habe dir das gerade erklärt. Miss das ist es aber nicht, das ist nicht gemeint. Schwester, darf ich eine Minute? Ich brauche nur eine Minute. Die soll mal, also man sagt ja arabische Sprache. Ich grüße euch, weil vorhin wurde ich rausgenommen, einfach ohne Grund. Ich habe respektvoll geredet, gegen mir über wurde respektlos geredet. Ihr müsst Arabisch lesen. Arabisch heißt, dieses Wort, was ihr das mit Schlagen, was ihr da nennt, wenn man sagt, arabische Sprache ist reiche Sprache, es kann viel Übersetzung kommen. Ja, also, jetzt kommt er mit dieser Übersetzung. Mann, das kann ich nicht mehr hören. Du musst respektvoll reden, oder? Ja, aber jetzt komm nicht und sag, da steht der Küstenfrau. Okay, gib dir eine Blume im Arabischen. Okay, auf damit. Also bei Ehebruch, ja gar nicht. Bei Ehebruch, wenn du deine Frau dabei erwischt, musst du erstmal vier Zeugen aus vier verschiedenen Dörfern zusammentrommeln. Was hat das jetzt mit dem Schlagen zu tun? Was ist das bitte für eine Sucht? Da hat jemand von vier verschiedenen Dörfern. Warte mal. Was ist das bitte für ein Widerspruch? Vier Dörfer aus vier verschiedenen Dörfern? Das ist Wahnsinn. Ja. Damit ja, aber was mit den Steinen gehen kann oder was? Von drei verschiedenen Dörfern. Vier. Ja, aber was? Ja. Das ist Spaß, ja. So was. Ihr wurdet so manipuliert und so verführt, was der Islam damit gemacht hat. Lies, lieber Mayafi, weißt du, was es bedeutet, wenn du eine breiten Gesellschaft von Männern, die verschiedenartig denken und verschiedene Hemmschwellen haben und die Dinge in ihrem Leben anders auslegen, wenn du ihnen einfach sagst, du kannst die Frau schlagen? Reza, woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Meinst du aus welchem Land oder was? Ja. Iran. Ja, dann solltest du das wissen, dass es bei euch normal ist, Frauen zu schlagen und nicht bei ihm, nicht im Islam. Das hat mit dem Iran nichts zu tun. Natürlich. Da steht im Koran. Hallo, konzentrieren bitte. Ja, sie ist raus. Die Muslime fühlen sich gar nicht dabei schlecht. Das ist alles dieses Oberflächliche. Da ist eine Barriere, ne, im Kopf. Ja, da ist eine Blockade im Kopf. Die sind einfach, das ist so, die schämen sich, die lesen selber nicht mal. Die schämen sich dafür. Das ist so, also wenn ein Muslim uns fragt wegen das Alte Testament und stell mal vor, wir leugnen das, nein, stimmt nicht. Nein, ist verfälscht. Nein, das musst du auf Althebräisch zitieren und da muss das noch ein Rabbiner auslegen. Nein, das steht so drin, wie es schon drin ist. Deutsche Übersetzung, nur der Kontext ist ein bisschen anders. Ja, aber es ist das Gleiche, ja. Wenn da drin steht, das ist das so, dann ist das so. So ganz einfach. Sie fühlen sich bei der Tat... Ich will einmal, dass wirklich ein echter Moslem reinkommt und sagt, ja, das stimmt so, ja, das stimmt, ja. Und jetzt, das machen wir auch, aber das machen sie nicht. Sie dürfen ja lügen. Takia. Ja, natürlich. Sie fühlen sich gar nicht schlecht, wenn sie eine Frau schlagen, wenn sie sagen, Allah sagt, dass erlaubt ist. Also sie fühlen sich gar nicht schlecht, wenn sie diese Tat begehen. Leute, bitte. Der Stream muss geteilt werden, Leute. Wir müssen den Stream voll bekommen. Ja, voll machen, Leute. Teilen, Leute. Und man muss verstehen, solange sie in der Minderzahl sind, gilt immer diese Kuschelverse, Ayette, und sobald sie dann die Übermacht haben, gilt dann die harten Verse, die Sura 9, Ayette 29, 5 und Ayette 111. Dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Das ist der Islam.
Sobald genau, sie die wenn sie Überhand Mehrheit haben. sieht. Genau, wenn sie in Oberhand haben, Mehrheit haben. Ja, genau. Aber das ist heutzutage nicht haben die immer. Militär, die Polizei, man kann nicht einfach diese Verse, also diese Befehle ausführen, also nicht so einfach. Ja, genau. Die meisten Muslime sind natürlich geschockt, wenn die lesen, dass im Koran Frauenschlagen erlaubt ist und versuchen das natürlich zu relativieren, indem die sagen, ja, aber wenn deine Frau fremd geht, dann ist normal, dass ich sie schlage. Aber verstehen nicht, dass bei Fremdgehen, also bei Ehebruch, nicht Schlagen zur Strafe steht, sondern Steinigung, Todesstrafe. Scharia, Ja. Steinigung, wenn sie Ja. Ehebruch begeht. Genau. Das heißt, dieses Schlagen ist nur für die Ehe, wenn der Mann das Gefühl hat, dass seine Frau nicht richtig pariert. Genau. Und wenn Noch Sie nicht sagen, mal, wir wollen die dass sie Scharia. nicht, ja genau, noch nicht mal, dass die Frau sozusagen rebellisch war, sondern wenn der Mann das Gefühl hat, er befürchtet, dass sie so sein könnte in Zukunft, da kann ich schon vorher schon loslegen. Genau. Wenn ihr Das ist. befürchtet ihre Widerspenstigkeit, nicht Ja. wenn die widerspenstig sind, dann schlagt nein. Wenn ihr die Befürchtung habt, sie könnten widerspenstig sein, schlagt sie. Und wisst ihr, was so ein Vers auslöst in den Köpfen verschiedener Männer? Das gibt es Männer da draußen, die sind nicht so intelligent. Die nehmen jetzt, wenn die das einfach das Recht dazu haben, nehmen die jeden Vorwand, um die Frau zu schlagen. Ja, weil das Allah so will und Allah kann nicht falsch liegen. Aber sie wissen nicht, dass Allah der Satan ist, also der Teufel eigentlich, also das Ich meinte, Gegenteil dass. von Liebe. Ja, nein, ich meinte, jeder muslimische Mann hat ja eine andere Hemmschwelle. Und so ist das ein Prügelvers für die Frauen nach dem Gutdünken jedes muslimischen Mannes, weil jeder Mann ist ja anders. Es gibt Männer, die sind so sensibel, dass bei kleinsten Sachen die in die Luft gehen. Und wenn die anfangen, sozusagen eine Legitimation haben für Schlagen von Frauen, die Frauen sind kaputt. Genau, ich war in einem Live, da ist eine Frau reingekommen, eine Deutsche, die sagte, ja, ich bin jetzt Muslima und ich so, wie kann sich eine Frau für Muslime, Islam entscheiden? Weißt du, dass man die Frau schlagen darf? Sagt sie, nein, nein, darf man nicht. Weißt du, was die rechte Hand bedeutet? Nein, weiß ich nicht. Und dann haben die angefangen, ihr zu erzählen, dann ist sie abgehauen, rausgekommen, was die rechte Hand ist. Ja. Das werden die, das, wenn die sowas in der Deswegen. Öffentlichkeit sagen, Gottes Segen, ihr Letter. Hallo, Wenn die Shalom. natürlich in der Deswegen. Öffentlichkeit sagen würden, dass das alles so richtig ist und das sind ja verfassungsfeindliche Bestandteile, dann hätten die Probleme. Das weiß der Hamdi, der ist nicht so dumm. Der weiß ganz genau, bis wohin der gehen kann, öffentlich. Wir sind nicht so in der Wahrheit, dass sie dazu stehen. Ja, er hat erzählt, die Frau hat ihn geliebt. Ich so, wie kann eine Frau ihn lieben, also Mohammed lieben, wenn dieser Mann, den Bruder, den Vater, den Sohn, alle männlichen Familienmitglieder dieser Frau getötet hat und dann soll sie ihn lieben? Und dann, ja, ist er wieder Ja. durchgedreht, beleidigt. Ich würde auch gerne was dazu sagen. Und zwar erstmal Hallo zusammen und Gottes Segen. Hallo, Hallo, sei Gottes Gottes Segen. Segen. Als erstes wollte ich gern was zu dieser Regenbogenflagge sagen mit dem Satan da drauf. Wir waren vor einer Woche auf der Straße unterwegs und da war gerade an dem Tag war halt dieser besondere Tag für gewisse Leute. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja. Und die hatten halt alle diese Flaggen und es ist echt traurig zu sehen, ja, wie die Menschen ja mit Gottes Sachen umgehen. Das ist echt traurig. Und dann wollte ich sagen, dass ich selber auch vor 3 Jahren im Koran gelesen habe und um mich herum auch Menschen habe, die bestätigen einfach, dass der Islam gar nicht so friedlich ist, wie er aussieht. Weil ich habe Menschen getroffen, die wirklich am Ende sind, weil sie den Islam verlassen haben und die Familie hat die verlassen. Die sind verstoßen worden von der ganzen Familie. Und ich kenne auch ein junges Mädchen, die hat nur einfach aus Spaß mal Worship-Lieder gesungen. Die wusste wahrscheinlich gar nicht, was sie da singt oder vielleicht doch. Und die haben die getötet.
Also mir kann keiner sagen, ich habe auch Brüder um mich herum, die den Islam verlassen haben, die Angst haben, dass sie irgendwie erkannt werden auf der Straße. Also ich bin ein Mensch, ich habe mir selber wirklich mein Bild gemacht, weil ich verurteile nicht, wenn ich etwas nicht weiß oder rede nicht darüber. Aber man braucht ja noch nicht mal lesen. Also in meinem Umfeld bestätigt sich das von selber. Und das ist so traurig, dass das alles so schön geredet wird. Ach, das ist so friedlich und obwohl man genau das Gegenteil sieht. Und das ist so schade. Aber das, ich denke, es liegt daran, dass viele gar nicht wissen, was sie glauben oder nicht nachlesen. Ja, genau. Die Frau wusste auch nicht, was sie da angenommen hat. Und jeder, der den Islam verlässt, muss umgebracht werden. So will das der Islam. Jeder muss getötet werden, wer den Islam verlässt. Und wie du schön gesagt hast, man kann es in der Realität sehen, in der Praxis, wie auch Reza gesagt hat, die Frauenhäuser sind voll von Muslimen. Wieso sind sie nicht von anderen Religionen oder Glauben, sondern nur hauptsächlich von der muslimischen Seite, da es normal ist, die Frauen zu schlagen? Stopp, ich muss jetzt hier wieder einschreiten. Hey, warte, ich möchte noch kurz dazu antworten, und zwar also, in meinem privaten Umfeld. Ich war noch nicht fertig, ich wollte antworten. Hallo, ausreden lassen, sonst bist du weg. Warte mal, du bist hier reingekommen. Ja, und zwar in meinem privaten Umfeld, ich habe eine Bekannte und ich habe gesagt, dass in Sure 9, Vers 5 steht halt, dass man die Götzendiener töten soll. Und sie hat mir gesagt, nee, wir hassen die Christen nicht, aber wir hassen die Juden. Und da habe ich gesagt, ja, aber sind denn Juden keine Menschen? Also die werden eigentlich so, das ist so ganz normal, dass die Juden gehasst werden. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Und aber da sollte man sich fragen, ob das von Gott ist, also ja, das Ganze. Hassen wir nicht den Mensch an sich, sondern seine Veranlagung, an das, was er glaubt, hassen wir. Ja, deine Freundin ist leider nicht so belesen, deswegen hat sie auch keine Ahnung. Wir sollen gar nicht hassen, nur mal so beiläufig erwähnt. Und ich kann dir eine Antwort drauf geben, wenn du möchtest. Abu Allah sagt, die Andersgläubigen sind Schweine und Affen und bezeichnet sie als Dreck, die Andersgläubigen. Okay, aber hast du dir den Text ausgelesen? Das war zu der Zeit von Moses. Die Zeit von Moses. Als Moses zu den Juden gesagt hat, habt ihr da nicht gesehen, was Gott gerade gemacht hat und was er sagt, wir hören, wir haben gesehen, aber wir sind blind, aber wir glauben nicht. Und Allah hat sie verflucht, die Juden. Als allererstes und hat sie zu Affen und Schweinen gemacht. Moment, Allah hat erstmal die Juden in großen Tönen gesprochen. Er hat ihnen Wissen gegeben, was die anderen Menschen nicht hatten. Er hat sie bevorzugt von den anderen Menschenbewohnern. Dann, als sie die Juden extra Moses nicht anerkannt haben oder beziehungsweise seinem Weg gefolgt sind, obwohl sie Allah gehört haben, wie er mit Moses gesprochen hat, hat Allah sie verflucht für deren Unglaube. Ja, und hat sie zu Affen und Schweinen verwandelt. Und hat sie in abstösen Worten, genau, verflucht. Oh, wie der sich schämen konnte, kann nicht normal reden. Ne? Abstöse Worte, was soll ich dir sagen? Ich schäme mich. Allah will nur Krieg. Das ist das, was Allah will. Nee, Allah sagt, Frage. Allah sagt, wie ist denn der Islam verbreitet worden? Wie ist der Islam in die Welt gekommen, wollte ich genau gerne so wissen. So wie der Christentum mit den Kreuzen. Nein, lüg nicht, mit dem Schwert. Islam ist durch Krieg. Du hast gelogen, Abo. Du hast Papier gemacht. Genau wie mit dem Kreuzzug. Gelogen. Ich habe Besuch bekommen. Wie haben die denn Persien eingenommen, die Muslime? Ja. Mit Blumen und Dauer? Genauso wie die Kreuzzüge, als die Menschen getötet haben. Herr Jesus sagt, liebe deine Feinde. Ja, keiner von euch hält sich an Jesus. Erstens das. Doch, Amen. Nein, ich bin ein neugeborener Christ. Und der Herr Jesus sagt, liebet eure Feinde, betet für die Menschen, die euch verfolgen. Ja? Die Kreuzzüge waren eine Verteidigung gegen den Islam, gegen die ganzen Kriege, die da durch die ganze Welt gegangen sind, um den Islam mit dem Schwert zu verbreiten. Das ist, das kannst du nachforschen. Ja, ich muss nicht nachforschen. Ich glaub mir nicht. Du kannst mir ja nichts... Ja, anscheinend ja nicht. Du kannst mich ja nicht belehren. Nee, ich möchte dich ja auch nicht. Möchte ich auch nicht. Ich möchte dir nur sagen, was die Wahrheit ist. Ja, beleidigen könnt ihr auch. Das kenne ich auch. In deiner Märchenwelt. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Der Herr Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und leider beleidigst du wie alle anderen. Das ist schade. Wenn du lügst, dann werde ich emotional und ich mag sowas nicht. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Ja, die Kreuzzüger waren Verteidigungskriege, aber sind in Andalusien gegangen, alle da getötet. Haben mit dem Herrn Jesus in Spanien gegangen, du hast haben alle gerade Muslime gehört, getötet in Spanien. Hat. Aber es waren Verteidigungskriege. Aber in Spanien haben sie alle Muslime und Andalusien getötet. Ja, bitte auf mit diesem Quatsch. Osmanische Reich, die haben alle getötet, die Kreuzzüge. Ich bitte nicht. Ja.
auf mit dem Quatsch. Das ist der Katholizismus. Das hat nichts mit dem Herrn Jesus zu tun. Ihr habt genauso viel Blut an den Händen kleben wie die Muslime. Ja, da die Katholiken, da müssen zu den Katholiken gehen. Ist jemand zu laut. Bruder Dennis, bist du draußen? Nein, das ist Violetta. Also Violetta, bist du draußen? Entschuldigung, ja, ja, ich mach aus. Ja. Nein, das waren die Katholiken, der Katholizismus, das Papsttum hat solche Sachen eben veranlasst, weil sie eben nicht auf den Herrn Jesus achteten, sondern sie wollten ihre Vorherrschaft ausbauen, ihre Macht ausbauen und okay, so weiter. Okay, sei wahrhaftig aber, Reza. Haben die getötet oder nicht? Sei ein ehrlicher Christ. Ja, natürlich haben die getötet. Ja, fertig, Punkt. Ja. Wenigstens gibt er es zu. Ja, aber nicht Christen haben getötet, sondern die katholische Kirche. Auf wen haben die sich berufen? Auf Jesus. Nein, du kannst ja nicht, wenn der Herr Jesus sagt, lieb deine Feinde. Okay, aber Allah sagt doch auch, tötet nicht diejenigen, die euch nicht bekämpfen. Und warum töten wir nicht? Das stimmt nicht. Mohammed hat den gesamten arabischen Halbinsel erobert. Aber ich habe dir gerade den Vers gegeben. Ja, aber das sind Verse, die abrogiert wurden durch die Dschihad-Verse zur Verbreitung von Islam. Sura 2, Vers 198 wurde nicht abrogiert. Wie? Sura 9 abrogiert alles. Sura 9 ist eine Sura, die ohne die Besmele anfängt. Hast du die mal gelesen? Ist egal. Jetzt gilt der Angriffskrieg, um Allahs Gesetze, Scharia, auf die ganze Erde zu verbreiten. Der Mohammed sagt, ich bin gekommen, um jeden Menschen zu bekämpfen. Bis er sagt, La ilaha illallah an Muhammad Rasulullah. Wenn sie das tun, so ist ihr Besitz und ihr Leben von mir sicher. Ja. Genau. Das heißt, jeder Mensch auf der Erde muss bekämpft werden, bis er sagt, entweder Islam oder Schutzsteuer, wenn er Christ oder Jude ist, Schutzsteuer, Jizya bezahlt oder Tod. Mhm. Okay. Das weißt du. Okay, ist schön und gut, ich kenne den Hadith. Aber, ja. Aber der Koran sagt, La ikraha fi din. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Das wurde doch abrogiert, haben wir doch gerade gesprochen drüber. Du kennst doch Abrogation. Ja, nicht alles wurde abrogiert, mein Lieber. Ja, aber diese biblischen Verse sind aufgehoben. Okay, aber machen wir die Violette von alleine gehen oder ist sie rausgekickt worden? Was ist jetzt passiert? Guck mal, die Sache ist so. Allah sagt im Koran, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينَ. Ihr habt eure Religion, wir haben unsere Religion. Yani, wann hat er das gesagt, Mohammed? Wann hat er das gesagt? Zu Anfang seiner Verkündigung oder zum Schluss, wo er aus der Medina, aus Yathrib zurückkam? Das war in Mekka, war das auf jeden Fall. Also. Du weißt, was vorher und was nachher kommt. Ja. Ja, aber zu sagen, dass man töten darf, ist falsch, Reza. Ist falsch, ist einfach falsch. Du darfst keinen. Du kannst. Die schlimmste Sünde im Islam ist Tod. Also nach Schirk. Doch, du darfst keinen töten. Du darfst keinen Menschen töten. Du musst Allah sogar töten Allah sagt, und getötet werden in Sure 9, Vers 111, um in das Paradies sicher einzugehen. Wenn du sicher eingehen willst in das Paradies, Allah musst du als Märtyrer sterben. Okay, das ist aber im Kontext betrachtet im Kriegsfall. Das musst du ja auch erwähnen, dass das in einer Kriegssituation ist. Nein, das ist bei Dschihad. Ja, natürlich ist Dschihad Krieg. Wenn du in den Krieg siehst gegen die Kuffar, um ihr Land zu erobern und um den Islam da zu herrschen zu lassen, natürlich. Nein, ist Krieg. Guck mal, wenn ich mich eingeschränkt in meine Religion führe, ich kann ja beten hier, ich kann ja fasten, ich kann ja alles machen, ich kann in die Moschee gehen, so ist alles gut. Die Juden, also die Christen oder die Atheisten hier in diesem Land, die sind ja sowieso mehr Atheisten, die schränken mich ja nicht ein, die verbieten mir das ja nicht. Warum soll ich die bekämpfen? Du musst auch das betrachten. Du musst kämpfen, bis Allahs Religion überall herrscht. Allah ist es, der die Leute recht leitet, nicht ich. Ich kann sie nicht. Nein, du musst kämpfen. Okay, ich habe eine Frage, bitte. Vorgeschrieben ist euch der Kampf, auch wenn es euch zuwider ist. Vorgeschrieben ist euch der Kampf im Dschihad, im Kriegsfall. Ja, wann willst du den Dschihad machen? Nie? Gibt es gerade Dschihad hier? Gibt es gerade Dschihad? Nee, ist egal, ob es gibt. Du musst dich einem islamischen Staat anschließen, einer Gruppierung, die Dschihad machen wollen und dann los geht's. Und nicht bei Kufa-Land in die Disco gehen und Hartz IV ziehen, schön leben und Marokko-Urlaub machen. Ich nehme kein Hartz IV, aber okay. Ich beziehe keinen Hass. Ja, aber viele von diesen Dschihadisten. Ja, aber warum kommst du zu mir? Ich bin kein Dschihadist, ich bin ein Muslim und kein Dschihadist. Ein richtiger Muslim ist ein Dschihadist. Ein richtiger Muslim ist ein Dschihadist? Nein, ist er nicht. Ja, natürlich. Nein, ein richtiger Muslim haltet sich an die Gebote und Verbote Allah, ist es der Leben nimmt und Leben gibt. Ich bin kein Dschihadist, ist dafür veranlasst, Leben zu nehmen. Nein, Sure 9, Vers 111 sagt Allah, tötet und werdet dabei getötet. Im Kriegsparadies. Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Ja, dann mach doch, ist das Paradies. Sicher? Inshallah komme ich ins Paradies, ja. Ja, also, da siehst du ja, wie gefährlich der Islam ist. Ja, aber im Kriegsfall, guck mal, was war ein Quatsch. Nein, also darf ich kurz was dazu sagen? Ich kenne jemanden.
Warte mal bitte ganz kurz. Okay, und was ist im Alten Testament, wo Jesus sagt, wer nicht an mich glaubt, soll getötet werden? Was ist damit? Das stimmt doch nicht. Nee, sag mal bitte die Kommentare wieder weg. Das kann ich ja auch. Abo? Abo? Guck mal, guck mal. Ich mach mal ganz kurz die Kommentare weg. Guck mal den Danny, guck mal. Abo, du bist hierher gekommen, um Unruhe zu stiften. Ich bin gekommen, um die Kuffar zu, mit Messer. Allah Akbar, Allah Akbar, da sieht man dein wahres Gesicht. Alhamdulillah, ich steh zu allem das, was ich sage. Ja. Also. Das ist dein wahres Gesicht. Gekommen, um die Kuffar zu messern. Gemessen, komisch, genau. Ich weiß nicht, was sie da interpretiert. Also da ist. Da ist ja, Messer, was interpretiert, da. Ja. Gekommen, um die Kuffar. Wahrscheinlich. Steht da was? Wahrscheinlich die Haare zu kämmen mit dem Schwert. Die Haare kämmen. Seht ihr das, nein, Leute? So wie Jesus, ich halte mich an Jesus Gebote, wo er gesagt hat, tötet Frauen und Säuglinge. An diese Gebote halte ich mich. Nein, ich würde. Reza, das waren Völker, die Babys durchs Feuer gingen lassen. Die haben Babys geopfert im Feuer, lebendig ins Feuer geworfen für Satan, für Moloch, Baal. Und Gott hat sie gewarnt. Die haben nicht losgelassen und dann hat Gott eben Israel genommen. Du kannst wieder Kommentare reinmachen, Schwester. Israel genommen, um diese Völker zu bestrafen. Okay, aber komischerweise, bei euch gibt es immer eine schöne Begründung. Aber wenn ich die Begründung vom Islam raushole, ist sie auf einmal nicht mehr akzeptabel und wird nicht gehört. Was haben die Christen dir jetzt getan, dass du Sure 9, Vers 29 umsetzen willst? Du kämpfst gegen die Juden und Christen, bis sie in voller Unterwerfung Schutzsteuer bezahlen. Okay, was haben wir denn getan? Okay, haben wir unsere Kinder durchs Feuer gehen lassen? Haben wir Kinder und Menschenopfer gebracht? Okay, was ist mit Sura 46? Was ist die Begründung? Was hast du jetzt gegen mich? Was habe ich dir getan? Sura 46, Vers 29, wo Allah sagt, diskutiert mit den Juden und Christen in bester Art und Weise. Was ist mit dir? Ja, aber ich will aber nicht hören. So, jetzt. Und jetzt musst du mich bekämpfen. Außer zu denen, die euch Unrecht tun. Du tust mir ja kein Unrecht. Du greifst mich ja nicht an. Von daher kannst du ja nein, dann, du musst kämpfen, bis Religion von Allah überall auf der Erde herrscht. Bis gänzlich alle Verehrung auf Allah gerichtet ist. Aber das willst du nicht. Du liebst dieses Leben hier. Leider, leider sind andere Leute von deiner Religion die weit voraus. Und die gehen nach Sure 9, Vers 111 in den Tod für Allah. Und dann stehen die vor dem Herrn Jesus Christus. Und dann sagt der Herr, hier ist kein Allah. Warum hast du getötet? Ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht töten. Und dann kommt die Überraschung. Dann kommt die Überraschung. Hören die mich überhaupt noch? Hallo? Ja, man hört dich. Ja. Reza, die Überraschung sieht so aus. Wenn ihr mit diesem Denkweise an den Tod geht, werdet ihr eines Tages vor Gott stehen und danach zur Rechenschaft gezogen. Ja, genau. Dass wir keine Kinder haben. Allah sagt ja auch im Koran, haltet standhaft durch und geduldig an dem Tag, wo die Verlierer hervorgerufen werden. Ja, genau. Gott wird mich zur Rechenschaft ziehen, genau. Dein Gott wird mich zur Rechenschaft ziehen, warum ich kein Kind geheiratet und missbraucht habe. Und dann wird Jesus gerufen, ja. Allah wird Jesus rufen. Bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nimm mich als Gott. Und dann wird Jesus reden. Was an Yawm al-Qiyamah abgeht, mein Lieber. Das wird ein Schock für die ganzen Menschen. Du willst deine Religion nicht umsetzen, ne? Du liebst deinen Gott nicht so, so. Du willst kein Kind heiraten, du willst nicht Jihad machen. Du liebst mit den Zungen, ne? Kamil nur mit Pipi? Der Zunge. Reza, Kamil Pipi auch nicht. Kamil Pipi leider ein Dreckwaschen auch nicht. Der will die Fliege nicht ganz Kinder, in die Suppe tumpfen. Damit oder Kinder und Säuglinge töten, so wie Jesus gesagt hat, angeblich Jesus. Jesus ist frei von euch, Astaghfirullah. Was sagst du? Astaghfirullah, Astaghfirullah. Danny, ich habe eine Frage an dich. Du folgst ja Jesus. Bist du beschnitten, so wie er? Ich denke mal nicht, ne? Nee, ist doch kein Jude, der ist doch kein Jude, der Jesus ist Jude, als Jude auf die Welt gekommen. Ja, aber er war beschnitten, so wie Muslime. Ja, als Mensch oder als Jude muss er zu diesem Untergesetz gestellt werden. Aber bei euch ist nur die Vorhaut zu sehen, Astaghfirullah. Oder Reza, merkst du, wie oberflächlich er nur antwortet? Total oberflächlich. Warum fastest du nicht so, wie Jesus gefastet hat? Wo willst du wissen, dass ich, okay, was wenn ich faste? Warum weißt du, wie heuchlerisch das ist, wenn ich immer so Muslime draußen sehe? Alhamdulillah, oh, Subhanallah, ich habe heute nichts gegessen, nichts getrunken. Oh, weißt du, und dann auf einmal, pass auf,
abends auf einmal, du siehst ein 8-Gänge-Menü, die holen sich so eine 10er-Platte, holen sich Eis, essen noch so viel. Was ist das für Fasten? Das also ist doch kein Fasten, wenn ich den ganzen Tag nichts esse, nichts trinke und dann abends mir so den Bauch vollschlag. Und jetzt, Herr Bitte, du machst das doch genauso. Nein, bitte ich esse, nein, ich sag dir, was ich esse. Ich schwöre bei Allah, ich esse 2 Suppen, 3 Suppen. Ja, esse, das sagen alle. Alle sagen, ich schwöre bei Allah. Alle, ja, alle sagen, Allah. Ich bin nicht Allah. Ja, ich bin aber nicht Allah, ich bin Mustafa. Und ich esse ein bisschen Datteln. Ich esse ein bisschen Datteln, dann bin ich satt und später esse ich nochmal was. So. Ja, fertig. Aber leckst du auch die Finger ab, damit du den Segen bekommst. Was ich mache, ist mir überlassen. Ja, siehst du, du musst die Finger ablecken. Nein, aber du musst doch beten. Nein, Jesus. Du musst die Finger ablecken. Okay, warum betest du? Warum betest du nicht für Jesus? Es gibt keinen Segen. Warum gibt's nicht? Jesus? Du willst keinen Segen Christ. Haben? Okay, du dann bist doch kein Christ. Du bist Reza. Du bist ein Atheist. Der will keinen Segen haben. Er will den Segen nicht haben. Du bist ein Heuchler, Christ. Du betest nicht so, wie Jesus gebetet hat, weil du nicht den Muslimen nachahmst. Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Abo. Weil du weißt ganz genau, wenn du dich unterwirfst, dann wirfst du dich Allah unter nieder und das willst du nicht.